Ja, moin moin, mal wieder ganz herzlich zurück. Willkommen auf dem Dachboden. Und der Benjamin ist wieder bei mir. Schöne Grüße an alle Käferfreunde. Ja, und der ist extra wieder angereist aus dem hohen Norden. Und wir bringen hier große Opfer für euch. Wir haben nämlich jetzt schon gefühlte 25, 26, 35, ich weiß gar nicht. 42 bis 45 Grad. Wir sind nämlich hier direkt auf dem Dachboden, unterm Dach, ohne Fenster. Also keine Gnade. Deswegen, erkennt unser Opfer an, was wir für euch bringen. Und wir spielen sogar 40k. 40k vor Klicks und so. Stimmt. Ne? Ja, nee, wir haben echt so ein bisschen Spaß daran gefunden. Gerade jetzt auch, wo wir die Indomitus-Box uns gegaunert haben. Und der Benjamin ist ja fleißig mit seinen mit seinen Tyranniden zugange. Und deswegen gibt's heute dann mal wieder Necrons gegen Tyranniden. Ihr seht sie da hinten schon am Horizont. Und was soll ich dazu sagen? Wir testen uns jetzt erstmal so ein bisschen durch die Listen durch, weil wir echt schon ewig kein 40k gespielt haben, beziehungsweise der Benjamin, glaube ich, noch nie gespielt hat sonst vorher. Also die Spiele, die ich bis jetzt insgesamt gemacht habe, die kann man tatsächlich noch an einer Hand abzählen. Und grundsätzlich geht es erstmal darum, die ganzen Mechaniken überhaupt erstmal zu verinnerlichen und dann mal zu gucken, okay, wie funktionieren die Tyranniden überhaupt. Ich habe sie mir ja eigentlich nur als kleine Spaß- und Fun-Armee damals geholt, ne, weil ich ja gesagt habe, okay, ich möchte mal so ein kleines Starship-Troopers-Projekt starten und all sowas. Und irgendwie ist das dann eskaliert. Ja, irgendwie schon, ne? Und dann haben wir letztes Mal halt mal so gespielt und das hat auch Spaß gemacht. Ich will es ja nicht spoilern, wer gewonnen hat, aber wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut einfach mal. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt auch so uns überlegt, weil es gibt jetzt auch die Option auf den Kreuzzug-Modus, dass wir das da mal machen. Aber vorher hatte ich eingeworfen, dass ich ganz gerne noch ein, zwei Armeen austesten würde, bevor ich mich da festlege, weil man die ja dann ein bisschen länger mit sich schlürt. Also wer das nicht kennt, man hat quasi für jede einer dann ein Datenblatt und für seine gesamte Armee auch. Und man kann halt, wie das so rollenspielmäßig ist, halt so aufleveln dann, sag ich mal ganz grob, ne? Also die Herrschaften, die werden dann halt besser, oder wenn man halt verloren hat, dann kriegen die, wie heißt das, Kriegsnarben nennt sich das da, glaube ich. Dann. Ja, genau, irgendwelche permanenten Verwundungen. Also für diejenigen von euch, die vielleicht so ein bisschen Blood Bowl oder ähnliches spielen, da gibt es ja auch so einen Liga-Modus da drin, und bei 40k habe ich festgestellt, das ist so ähnlich, nur halt mit anderen Bezeichnungen und so weiter. Also wer Blood Bowl spielt, der kommt damit oder kommt da schon ziemlich schnell rein. Das ist eine recht feine Sache eigentlich. Ja, dann haben wir auch schon aufgebaut tatsächlich. Und ich fange mal wieder ganz dreist an, weil die Kamera hier gerade in der Ecke rumsteht. Und zwar spielen wir 50 Machtpunkte diesmal. Wir spielen nicht nach normalen Punkten, sondern nach Machtpunkten. Und ich spiele mal wieder ein Patrol Detachment. Und habe diesmal aber mal ein paar mehr Minikes mitgenommen. Und zu meiner Schande, es sind auch ein paar davon nicht wirklich bemalt. Weil, ja, ne, ihr kennt das ja. Schweinerei, wie kannst du mit unbemalten Figuren spielen? Ja. Ich fühle mich auch schon ganz schlecht. Dann gucken wir mal da an den Horizont, so ungefähr die Ecke da so. Ah, egal. Naja, so, ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich meinen Kriegsherrn. Das ist der Destroyer Lord. Der hat nachher auf dem Podest da hinten Platz zu nehmen, erkläre ich gleich. Wir spielen nämlich eine Mission. Und das ist halt wie gesagt gleichzeitig mein Kriegsherr. Dann habe ich drei Destruktoren. Das passt dann mit den Punkten nachher ganz gut. Dann sehen wir im Hintergrund, die sind schon fast bemalt. Die muss ich nur noch ein bisschen glasieren, frittieren und noch so ein paar Highlights setzen. Dann sind die schon durch und eine Base darunter packen gescheit. Das sind die Reanimatoren. Und ich finde die Modelle geil. Also da gehen die Internetmeinungen ja weit auseinander. Also mir gefallen die richtig, richtig gut. Und ich musste auch an der Stelle meine Lanze brechen für diese Snapfit-Modelle. Und es gibt genug Posen hier, verschiedene. Die lassen sich super schnell zusammenbauen. Die sehen gut aus. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Also ne, viele sagen, ja, wir kriegen nicht genug Posen hin. Man kann die nicht gescheit bauen. Und also ich fand die Box einfach gut zusammengebaut. Ja, gibt es ja eigentlich Green Stuff, ne? Du kannst ja, das ja im Zweifelsfall immer abknipsen. So ein bisschen modellieren, abknipsen und so. Das habe ich bei meinen Half-Tyranten ja auch gemacht. Da habe ich auch ein paar Glieder mit dran modelliert. Das geht alles irgendwie. Ein paar Glieder? Ja, also so monströse Resensen klauen. Halt die großen, dicken, harten Dinger halt. Also. Aha. Ja. So. Ja, die habe ich bei den, wie heißen sie? Skrotum, diese mehrfacharmigen, die da in der Box drin waren. Die, da hatte ich ja auch dann irgendwie sechse.
quasi und da habe ich dann auch bei zwei oder dreien habe ich dann die auch abgeknipselt und habe die Arme dann so ein bisschen anders in einer anderen Position wenigstens dran gemacht wieder, dass das halt nicht so ganz mono aussieht, aber ansonsten, ich finde die echt super, vor allen Dingen sind schnell gebaut und das ist ja eine Zeit, ist bei mir immer so ein Mangelfaktor, deswegen, ich finde die Jungs gut. Was ich nicht so schön finde, ist, dass die uns die schönen Leuchtstäbe geklaut haben, also die sind noch nicht angemalt, hier kommt dann noch so ein bisschen grüne Farbe rein, aber der gute 80er Retro-Flair, der fehlt irgendwie mit den schönen Leuchtstäbchen. Naja, machst du nix. So, lange gelabert, weiter geht's. Wie gesagt, drei Destruktoren hatten wir. Hier ist der Kriegsherr. Das sind die beiden Reanimatoren. Das Schöne an den Reanimatoren ist, dass die in einer 9-Zoll-Bubble verbessern die Reanimationsprotokolle um 1. Deswegen stehen die hier rum. Die haben auch noch eine Puste oben drauf. Die ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber primär halt erstmal, um die beiden Truppen hier immer und immer wieder kommen zu lassen. Gerade, weil da hinten schon wieder diese schäbigen Jeans-Dealer rumstehen. Hey. Und ja, genau so. So, dann haben wir hier, wie gesagt, zwei Truppen. Und zwar haben wir einmal die normale Knifte. Und dann haben wir hier die neue, die 12 Zoll nur schießt. Aber dafür halt dann ein bisschen mehr Wumms hat. Und in der Mitte, da steht noch der Hochlord. Und der hat auch quasi eine verbesserte Waffe davon. Die schießt ein bisschen weiter. Ist von den Werten, glaube ich, relativ sonst ähnlich, aber der hat die lustige Angewohnheit, dass der auch eine Bubble produziert und Modelle dieser Bubble sind von der Dynastie. Die dürfen, wenn sie im Nahkampf gebunden sind, dürfen die sich zurückziehen und trotzdem in der nächsten Phase schießen, also in derselben. Und ja, sehr wichtig, wenn man sich im Nahkampf verknotet hat. Das kann, denke ich mal, hier nicht schaden. Ja, das sind 50 Machtpunkte. Necrons nicht ganz so schön, weil noch nicht ganz bemalt, aber wir arbeiten dran. Ja, dann werde ich mal zu Benjamin rüber tapern. So, dann machen wir mal gleich bei meiner Truppe weiter. Wir fangen jetzt einfach mal von, oder nee, wir fangen einfach mal hier mit dem großen Käfer an. Ne? Das Modell vom Morlock werde ich heute allerdings mal ein bisschen anders spielen. Und zwar habe ich den nur genommen, weil ich den schon so ein bisschen vorab bemalt habe. Der andere ist halt nur grundiert und sieht halt optisch ein bisschen schön aus, wenn schon ein bisschen bepinselt ist. Mein Morlock heute ist ein Trigon Prime und ja, der ist halt mit einer bioelektrischen Entladung ganz normal bewaffnet, ja, und besitzt halt ein drei Paar von gewaltigen Sensenklauen. Zusätzlich ist er ausgestattet mit einem Toxinstachel und ja, hat dann halt noch zusätzlich Toxindrüsen bekommen, dass er halt dann auch, wenn er im Nahkampf ist, dann nochmal so ein bisschen mehr Schaden rausballern kann durch den Giftschaden und alles. Ja, ist eine Synapsenkreatur und was ich an ihm auch das letzte Mal so total klasse fand, das ist halt dieser unterirdische Angriff, dass er halt buddeln darf und sich in seinem Tunnel, müssen wir nochmal von vorne, doch, ne, ja klar, in seinem Tunnel war das gewesen, ne? Genau, in seinem Tunnel darf er dann nochmal eine zusätzliche Einheit von ja, Truppen, also Infanterieeinheiten oder wie auch immer, also Jeansteeder hatte ich beim letzten Mal mit da drin im Tunnel gehabt. Und das werde ich auch dieses Mal so machen, dass ich ihn halt graben lasse und dann halt noch die Jeans-Zieler mit da reinpacken kann. Okay, gut, dann machen wir auch gleich mit den erwähnten Jeans-Zielern weiter, die zu seiner Linken aufgestellt sind. Und zwar habe ich hier insgesamt 20 Stück, ja, die ich hier in einem richtig klassischen Wüstentarn-Druck bemalt habe. Also das ist richtig gut geworden, finde ich. Ja, die Pigmente sind so fein, das ist Hammer. Das, unglaublich. Die kannst du nicht auseinanderhalten. Nee, das Tarnmuster, also das muss man schon das Mikroskop legen, um das Tarnmuster zu erkennen. Das ist schon ein Hammer. Also das Respekt, da hast du bestimmt lange dran gesessen. Ne? Ja, ich glaube so eine Stunde oder so. Ne? Ja. Ja, okay. Also meine 20 Jeans-Dealern sind ausgestattet mit Toxinkammern. Und haben auch Adrenalingrüsen haben sie nicht. Zangenkrallen waren das gewesen. Genau, die Zangenkrallen. Und ja, das ist halt eigentlich so, wie sie halt sonst standardmäßig auch beim letzten Mal gespielt worden sind. Also die haben jetzt nichts Großartiges. Außer 170 Attacken pro Person. Ja, gefühlt, ne? Ja, und dann halt den Toxin kann man das dann halt nochmal ein bisschen mehr Durchschlag und so weiter, glaube ich, ist. Das war das. Minus 4 war das, ne? Ja, das war aber bei den Krallen auf 6, und ne? Die Toxinkammern waren diese Nummer gewesen, dass sie nochmal bei einer gewürfelten 6 einen zusätzlichen Schadenspunkt dann nochmal. Achso, ja, ja. Ne? Ja, auf alle Fälle, es war nicht schön. Es darf keine 6 mit denen gewürfelt genau, werden. Genau. Es müssen 6 damit gewürfelt werden, aus meiner Sicht. Ne? Ich habe da so ein kleines Trauma noch von letztem Mal.
So, also, das waren die Herrschaften. Das waren die Herrschaften. Kommen wir dann mal zu einem Modell. Ich habe den eigentlich so in dem Sinne bei Battery Reports oder so noch gar nicht gesehen. Ich fand den aber so vom Fluff ziemlich interessant. Und zwar haben wir hier einen Death Leaper, ausgestattet mit Fanghaken, Fangklauen und Zangenkrallen. Ist ein Charaktermodell, darf dementsprechend dann auch nur einmal darf auch nur einmal bei mir in der Aufstellung vorhanden sein. Und das Geile an ihm ist eigentlich die Sonderfähigkeiten, die er hat, nämlich überlegene Chamäleonschuppen. Also der Gegner muss 2 von allen Trefferwürfen für Attacken gegen den Deathleaper abziehen. Und zusätzlich addierst du 2 statt 1 zu den Rüstungswürfen für Deathleaper, wenn er sich in Deckung befindet. So, so. Das erklärt auch, warum du so viel Gelände auf dem Feld haben wolltest. Ein Schelm, wer Böses dabei. Ja, ja. So, als nächstes ist dann noch die Fähigkeit, er ist hinter mir her. Wähle zu Beginn der ersten Schlachtrunde, aber vor Beginn des ersten Zuges ein Charaktermodell der gegnerischen Armee. In der Nahkampfphase darfst du für alle von Deathleapers Attacken gegen das gewählte Charaktermodell Treffer- und Verwundungswürfel wiederholen. Unsichtbarer Jäger, bei der Aufstellung kannst du Deathleaper anstatt auf dem Schlachtfeld in einem Versteck aufstellen. Am Ende einer beliebigen deiner Bewegungsphasen kann Deathleaper aus seinem Versteck springen. Stelle ihn beliebig auf dem Schlachtfeld jedoch weiter als 9 Zoll von feindlichen Modellen entfernt. In dem Zug, in dem Deathleaper diese Fähigkeit einsetzt, um auf dem Schlachtfeld einzutreffen, darfst du den Wurf zum Ermitteln seiner Angriffsreichweite wiederholen. Das heißt also, er ploppt auf, schaffe ich es beim ersten Mal nicht anzugreifen, darf ich diesen Angriffswurf nochmal wiederholen, vielleicht passt es ja diesmal. Gigit. Ja, das ist so dieses kleine Monster, was bei bösen Kindern unterm Bett liegt und ja. Versucht sie zu fressen. Ne? Das ist aber schon voll geil. Dann kommt er raus, du weißt nicht wo. Ja, und aber, dann kann er gleich nochmal. Aber man muss ihn dann auch erstmal an den Gegner ranbringen und mal gucken, ob er dann heute überhaupt lange überlegt. Das werden wir auch sehen. So, als nächstes haben wir hier meinen Herrscher, wenn man so möchte, meinen Hive-Tyrann, den ich beim letzten Mal auch gespielt habe. Und der hat halt standardmäßig seine 2 Paar monströse Sensenklauen und noch seinen greifschweren Schwanz, den er halt standardmäßig dabei hat. Begabung des Kriegsherrn habe ich beim letzten Mal diese Fähigkeit gewählt, dass er halt, zu Beginn seiner Befehlsphase war das, glaube ich, gewesen, dass er da halt so viele Würfel werfen darf, wie er vorher Lebenspunkte verloren hat und ich meine, auf die 6 war das gewesen, dann kriegt er halt einen dieser verlorenen Lebenspunkte wieder zurück. Das war ja wie bei deinem Herrscher da auch. Ne, du hast aber, glaube ich, standardmäßig... Mumien bei Kings of War, aber auf die 6 anstatt auf die 5. Ich meine, auf die 6 war das gewesen. Das muss ich aber auch gleich nochmal nachschauen. Ne? Und ansonsten hat er dann noch, das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen, ein Bio-Artefakt noch mit dabei, und zwar die Chamäleon-Mutation. Ist nur für Krakenmodelle, von Trefferwürfeln für Fernkampfwaffen gegen dieses Modell muss dein Gegner 1 abziehen. Mm-hmm. Ist also auch nochmal so ein bisschen schwerer zu treffen. Dann als Psi-Kräfte habe ich ihm standardmäßig einmal den Schmetterschlag gegeben, den kann er ja sowieso, und dann darf er nochmal 2 weitere Psi-Kräfte besitzen, und da habe ich ihm Aufpeitschen und den mentalen Schrei gegeben. Und ansonsten, glaube ich, gibt es zudem auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Wie gesagt, also ich muss mich erstmal noch so ein bisschen mit dieser Armee anfreunden, also spieletechnisch. Schauen wir mal. Mhm. Okay. Dann haben wir als nächstes, gehen wir mal rechts nach unten. Rechts nach unten. Das ist mein Flatterviecher. Die Flattermänner. Dann haben wir hier einmal einen kleinen Schwarm von Gargoyles. Die sind, ganz normal, also da die haben jetzt nichts großartig Besonderes, die haben ganz normal ihre Borkäferschleuder, Blendtoxine und so weiter, und ich habe halt noch nicht ganz so viele Modelle davon, mal gucken, vielleicht werde ich mir noch ein paar davon holen, weil ich halt so gewisse Sonderfähigkeiten für die erst ab 20 Modellen bekomme. Das ist halt immer dieser Nachteil, wenn man eine Massenarmee spielt. Ne? Ja, Massenarmee heißt Massengeld und Massenbemalen. Oh, ja. Und vor allen Dingen, weil ich ja dieses wunderschöne Tupfenmuster da mache. Also das ist... Ach du... Wer hat sich den Scheiß eigentlich ausgedacht? Keine Arbeit hat, der macht sich welche. Ne? Echt übel, ja. Ja, und zu guter Letzt habe ich mir dann da oben diesmal einen etwas größeren Trupp Termaganten eingepackt, die mit Neuralfressern ausgestattet sind. Und ja, die haben halt auch nochmal einmal Adrenalindrüsen und Toxinkammern bekommen. Und bei denen ist es halt so, dass die Sonderfähigkeit Hagel aus lebender Munition haben. Guck mal, siehst du. Ja, das ist, ne, ich sag mal so, aus der Ferne reicht es, eine Nahaufnahme überleben sie vielleicht nicht, aber das ist alles gut. Das einfache Tabletop-Standard. Ne? Ja, also wie gesagt, bei
20 oder mehr Modellen in der Einheit darf ich Verwundungswürfe von 1 halt nochmal wiederholen, wenn sie schießen und mal gucken, ob die was reißen. Also ich bin mal gespannt. Ja, ich auch, ich auch. So, dann haben wir nämlich auch schon die Mission, wie gesagt, hier ausgewürfelt. Und zwar ist das Ritual. Und das Ritual besagt, es wird ein Ritual durchgeführt. Wer hätte das gedacht? Das passiert auf dem Altar der Lust. 3 Zoll haben wir jetzt mal so ganz grob. Ne? Also sind etwas mehr als 3 Zoll. Das ist das oberste Podest. Ja, 3,12 oder so. Ja, genau. Also das ist ja dann, also auf dem Turnier wird's ja wahrscheinlich, dann ziehen wir die schwarze Linie hier von dem gebrannten, gelaserten da ab. Dann passt das wieder. Ja, auf alle Fälle, da wird ein Ritual durchgeführt. Das ist eine Aktion. Die wird am Anfang der Runde des Spielers wird die angefangen. Und wenn er die dann bis zu Ende da friedlich machen kann, ne, das kennt er ja aus den Aktionsregeln bestimmt, also er darf nicht vorrücken, kann sie machen, keine Bewegung, dies und jenes, ne, um die Aktion in Ruhe auszubrüten und zu Ende zu führen, dann gibt es, meine ich, 10 Punkte für jedes ausgeführte Ritual. Das wird dann am Ende abgerechnet. Ich denke, wir schmeißen einfach einen Marker drauf für jeder, der geklappt hat. Ja, der muss halt da irgendwie fröhlich da drin bleiben. Ansonsten haben wir dann hier noch 4 Marker. Hier ist Marker Nummer 1, Marker Nummer 2 ist da hinten rechts, 3 ist da und 4 ist rechts hinter dem Gesäß von dem Destroyer, beziehungsweise vor dem Reanimator. Und ja, die Dinger, die geben auch nachher nochmal Punkte, wenn man die hält. Und ja, die geben, glaube ich, auch in der Mission, ne? Schon pro Runde, wenn man die pro Runde hält, dem gibt es, glaube ich, auch schon Punkte. Ja, ja, ich glaube, pro gehaltenes Missionsziel gibt es Punkte und wenn du nochmal mehr Missionsziele hältst als der Gegner, dann gibt es dann auch noch bis zum Maximum von 20 kann man irgendwie eine Runde halt machen. Ja, Aufstellungszonen haben wir einmal den Aggressor, den Angreifer. Das ist hier der Benjamin, der hat den Würfelwurf gewonnen. Der wird sich dann hier aufstellen. Dann haben wir hier quasi die neutrale Zone, wenn man so möchte. Das ist das Zwischenstück, das hat 12 Zoll, das war so vorgegeben. Und dann haben wir hier nochmal quasi die Hälfte vom Tisch. Und das ist dann die Verteidigerzone, da werde ich mich dann irgendwie möglichst sinnvoll versuchen zu drapieren. Und ja, dann gibt's auf der Omme, würde ich sagen. Jo, alles klar. Dann werden wir mal aufstellen, würde ich sagen, ne? Ja. So, aufgestellt ist und Überraschung, Überraschung. ich fange mal mit Benjamins Aufstellung an. Wieso? Nee, mach mal ruhig deine. Bei mir dauert das ein bisschen länger. Ist da. Es sind diesmal mehr Modelle als beim letzten Mal. Ich hatte beim letzten Mal 10 Modelle da stehen, jetzt sind es immerhin schon 20. Also ich steigere mich so nach. Ja, ich bin begeistert. Ja. Den Battle Counter hat er da aufgestellt, ne? Auch mit den Siegkräften und so. Und hier haben wir die Würfel. So, sehr schön. Stimmt, die muss ich aber noch weg, die gehören nicht zur Aufstellung. Achso, ich dachte, die wären in loser Formation dann... Aber ich muss mich noch mal einmal korrigieren. Und zwar habe ich ja vorhin gesagt, dass mein Schwarmherr so ein Bio-Artefakt für die Krakenflotte hat. Ich habe aber gar nicht die Krakenflotte, ich habe ja die Schwarmflotte Hydra. Das heißt also, mein Schwarmherr darf gar nicht diese... Anfängerfehler, ne? Kein Problem. Haben, ne? Kein Problem. Und ja. Zur Strafe also, musst du aber jetzt erzählen, wo die anderen sich alle rumtreiben. Genau, also mein Kriegsherr, also mein Halftyrant, befindet sich über dem Schlachtfeld in der Luft, begleitet von seinem kleinen fleißigen Gargoyle-Schwarm, der mit ihm da so am Rumschwärmen ist. Wie angekündigt, mein Trigon Prime, hier dargestellt durch die Morlock, befindet sich mit seiner kleinen feinen Schar Genestealern unter der Erde und ist sich da so am Durchgraben zusammen mit dem Deathleaper, der aber irgendwo anders am Rumgraben ist und sich deinen, wie heißt der, Königswächter? Ne? Jo, ich glaube Königswächter, ja. Genau. Der hat sich nämlich da seinen Königswächter als Ziel ausgesucht. Und, das ist eine Frechheit. Ja, irgendeiner muss dran glauben. Ja. Begnüg dich einfach mit dem Wissen, dass wenn dein Königswächter sterben sollte, er, also mein Deathleaper, nicht ganz so viel zu fressen hat. Du, ich spiele ihn wegen dem Fluff, ich muss mal gucken. Ich habe ihn halt noch nie irgendwie großartig in irgendwelchen anderen Battle-Reports gesehen oder irgendwie. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Grund, ne? Ach, ich sehe sowieso generell recht wenig Tyranniden, muss ich sagen. Also so ganz viele habe ich jetzt in letzter Zeit nicht gesehen. Ja, wie war das noch? Spielst du Tyranniden, bist du ein schlechter Mensch. So sieht's nämlich aus. So, dann kommen wir jetzt nämlich zu den guten. Zu den netten Necrons von nebenan. Und ja, also, hier ist der Ritualplatz. Da steht mein Kriegsherr drauf. Das ist der Destroyer Lord. Dann haben wir die drei Destroyer davor. Dann haben wir zur Linken einmal die 9 Jungs, die noch nicht ganz bemalt sind, ne, die Krieger, mit der Kurzreichweitenknifte, 12 Zoll. Dahinter steht ein Reanimator, was der wohl tut. Dann haben wir hier den Königswächter, der irgendwie jetzt hier Käferfutter werden soll.
Auf der anderen Seite sieht es relativ ähnlich aus. Da steht dann nämlich der 20er Blob mit den normalen Gewehren. Ihr kennt sie noch von früher, die leuchten so schön. Die haben halt dann irgendwie die höhere Reichweite. Da steht der andere Reanimator dahinter. Der Kollege, wie gesagt, ist dafür da, dass die sich dann aus dem Nahkampf wieder lösen können und trotzdem schießen. Die beiden Reanimatoren, der Name ist Programm, die verbessern halt die Reanimationsprotokolle und das tun sie bei dem, falls das irgendwie passieren sollte, ich weiß gar nicht, ob er das auch kann, und auf alle Fälle auch bei denen. Die verbessern die, das heißt? Die kommen schon auf eine 4 plus dann wieder, statt auf eine 5. Ach Quatsch, das hast du dir ausgedacht. Nein. Mist. Das ging mir beim letzten Mal schon tierisch auf den Keks. Ja, deswegen heute höhere Truppenstärke und noch verbesserte Dings. Deswegen muss ich auch unbedingt die beiden Jungs, die habe ich als erstes angefangen anzupinseln. Wie viel sind denn 9 Zoll? Ist das, Mann, ey. Ja, dann, während Benjamin irgendwie gerade kurzzeitig verzweifelt, bevor er gewinnt, ich habe die Begabung des Kriegsherrn vergessen. Und zwar habe ich fortdauernder Wille. Das reduziert den Schaden immer um 1 von meinem Kriegsherrn. Das ist der da, nicht wahr? Hatten wir letztes Mal schon. Und ich spiele diesmal nicht die Meerfritten-Dynastie, sondern Nihilak heißt das. Und die funktioniert so, dass man Trefferwürfe von 1 wiederholen kann, generell mit der kompletten Dynastie, wenn die Modelle jeweils, also die Einheit nicht bewegt wurde. Ja. So sieht's aus. Also mit anderen Worten, das wird heute ein Grabenkampf. Ja. Ja. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ja, graben hin oder her. Du gräbst ja, das ist ja das Problem. Man sagt, gleich kommt hier einer und da einer und guckst du hier und guckst du da und dann guckst du wieder dumm aus der Wäsche. Hey, ich habe die Regeln nicht gemacht. Genau, ich befolge sie nur. So, wir gucken jetzt erstmal, wer denn überhaupt hier anfängt. Oder wahrscheinlich fängt der Angreifer an. Steht das in der Mission? Habe ich gar nicht nachgeguckt. Das ist eine gute Frage. Das kann ich mal kurz machen. Ich schwenke währenddessen noch einmal hier drüber. Und ja, wie gesagt, die einzigen, die hier am Start sind, das sind die Jungs. Ja. Und sobald wir erleuchtet sind. Ansonsten können wir einfach nochmal würfeln und dann nochmal spontan entscheiden. Ich sehe das hier gerade so gar nicht. Ich meine nämlich auch, hätte nicht drin gestanden. Dann machen wir jetzt hier mal gleich einen Live-Würfelwurf. Es wurde ja gesagt, ne, das war die Zusammenfassung ist zwar schön, auch dass es nicht ganz so lange dauert, aber auch so ein bisschen Live-Action wäre mal ganz cool. Dann nehme ich hier diesen wunderschönen Würfel. Ja, gucken wir mal. So, ich hoffe mal, wo sieht man denn? Sieht man das jetzt überhaupt? Ja, hier so, da so, ja, ne? Dann probiere ich das mal. Komm, hier so, zack. Zack, da liegt die 6. Und da liegt die gegen 6. Das ist, ja, wie immer. So, nochmal eine 4. Kriegst du nochmal eine 4 hin? Und jawohl. Da ist die 4, jawohl. So, meine Damen und Herren, die nächsten Sendungen verzögern sich um wenige Stunden. Eine 5. Herr Gottschalk, sind Sie es? Und jawohl. Da liegt die 1, oh. So, dann lasse ich dir tatsächlich den ersten Zug. Du darfst anfangen. Ich hab's befürchtet. Ja, und Initiative klauen ist ja, glaube ich, auch nicht. Die ist verboten, also das ist verboten. Ja, dann geht's los. Ich bewege mich und ich denke mal, es wird nicht viel passieren. Deswegen melden wir uns dann einfach nach meiner ersten Runde wieder. So denn. So, die Bewegungsphase von Benjamin ist durch. Und weil da jetzt doch ein bisschen was passiert ist, machen wir das separat. Ja. Die Jungs sind vorgerückt. Genau, richtig. Aber da hätte ich im Nachhinein hätte ich dann doch vielleicht nochmal einen Befehlspunkt ausgeben sollen, einen Würfelwurf zu wiederholen. Die haben es nämlich leider nur auf 9 Zoll geschafft und ich hätte noch 1 oder 2 Zoll mehr gebraucht, aber egal. Die sind vorgerückt, dann sind meine Gargoyles oben aus der Luft sind gelandet, genauso wie mein Hive-Tyrann und ja, mein Trigon Prime hat sich dann aus dem Boden geschält zusammen mit seiner Jeans-Dealer-Truppe und ich hoffe ja mal, dass ich so das ein oder andere Modell dann gleich bei dir da vorne rausnehmen kann. Schauen wir mal. Ich befürchte schon, ja. Ja, ist auf jeden Fall ein relativ weiter Weg, auch für Jeans-Dealer. Und ich habe mir sagen lassen, Tyranniden mögen Beschuss nicht so wirklich. Also, ja, wenn er von der Gegenseite kommt. Sind aber trotzdem ziemlich nah dran und halt alles bei mir auf der linken Flanke reingekommen. Und gucken mal, ne? Ja, muss ich mal schauen. War auch clever gemacht, weil ne, da stehen ja die Jungs mit der langen Knifte und die mit der kurzen, die stehen hier. Nö, da hat er sich schon was gedacht, der Fuchs, du. Da grinst er, hier, da guckt noch an, ja. Ich bin Anfänger. So. Da hat man auch mal Glück. Alles klar, so, dann gucken wir mal, was beim Beschuss passiert. Würde ich sagen, bis gleich. So, und zwar haben wir Beschuss jetzt durch. Ja. Erzähl mal ein. Ja, viel passiert ist eigentlich nicht. Oh, meine außer, dass meine halbe Truppe fast auf dem Boden liegt. Deine halbe Truppe, das waren 20 Mann. Und wie viele habe ich davon ausgeschaltet? 5, 6, 7, was? 6, 7, 8, das ist noch nicht mal die Hälfte. Ne? Also, meine Termaganten, die haben auf deine
Scarabeus-Gleiter da vorne geschossen. Destroyer. Destroyer, genau. Und haben einem glorreich einen Lebenspunkt abgerungen. Mhm. Dann sind meine Gargoyles ja vorhin erschienen, haben dann hier vorne in den Pulk Terminatoren, oder wie heißen die denn? Das sind Warrior, ganz normale Krieger. Warrior. Ja, okay. Die Warriors hier reingeschossen. Ja, in der Psi-Phase, die haben wir gar nicht gemacht, ne? Klar, sicher hast du Psi gemacht. Ja, ja, aber haben wir nicht aufgenommen. Ne? Haben wir nicht aufgenommen. Kann man dann gleich beim Schuss mit reinmachen. Also, genau. mein Hive-Tyran hat da auch nochmal reingepsied, zweimal oder einmal schön den Schmetterschlag und beim anderen Mal den mentalen Schrei. Hat auch ein paar Verwundungen zugeführt. Und dann hat mein Trigon Prime seine elektrostatische Geschichte dann hier nochmal reingefeuert. Ich habe dann hinterher nochmal zwei Befehlspunkte ausgegeben, um dann anschließend nochmal feuern zu können, weil der erste Wurf richtig Grütze war. Ja, man sieht's. Also ich bin mit vielen Modellen, die ich normalerweise hätte, noch außer Reichweite. Also da muss ich mich tatsächlich nochmal so ein bisschen bewegen. Aber das Interessante kommt eigentlich nämlich jetzt. Und zwar die Nahkampf oder beziehungsweise der Angriff. Und da hoffe ich jetzt mal, dass ich meine Genestealer da irgendwie reinkriege oder den Hive-Tyran da irgendwie reinkriege oder die Gargoyles da reinkriege oder irgendwas in den Nahkampf. Ja, das Elend halt mit den Tyranniden. Ja, aber die Genestealer, da hast du Glück, die kommen eh nur auf die 11 ran, also 11 oder 12, also von daher. Nichts ist unmöglich, ich habe schon Pferdekotzen sehen. So, wollen wir das mal eben machen? Hauen Sie mal rein, da live jetzt on cam hier. Ja, da gucken wir mal. Zack, 3 und da, guck mal, da passiert gar nichts. Da bleibe ich an der Pyramide hängen. Da passiert gar nichts, 4, also die Genestealer bleiben stehen. Das ist gut. Mein Trigon Prime braucht genau das gleiche, wenn er da quasi am Gelände vorbeirennen möchte, auch eine 11. Nein, oh, guck mal, wieder eine 4. Sehr schön. Ja, schön. Das ist schön. Meine Gargoyles, wenn die angreifen wollen, die dürfen ja Gott sei Dank Gelände ignorieren, brauchen eine 10. Na, no. So, dann, ja, kann ich eigentlich da mit ihm dann auch noch in den Nahkampf? Geht das? Multiple Angriffe? Da müssen wir mal nachgucken. Dann sind wir gleich wieder da. Wir sehen uns nach der nächsten Maus. So, wir haben mal die Regeln durchgepflügt. Und ja, wenn man auch mehrere Systeme spielt, dann muss man immer zwischendurch mal gucken. Ja. Und wenn eine neue Edition kommt, sowieso. Und wenn man das selten gespielt hat, sowieso. So, also, lange Rede, gar keinen Sinn. Theoretisch ist es ja, also so wie wir das jetzt interpretiert haben, möglich, dass man halt auch mit mehreren Einheiten in den Nahkampf gehen kann. Wäre auch unlogisch, wenn nicht eigentlich. Ja, ne? Falls ihr da andere Informationen habt oder das besser wisst, bitte schreibt das einmal unten in die Kommentare rein. Wir sind, also ich, gerade bei mir ist das halt so, ne, als absoluter Anfänger bei 40k, lerne dann tatsächlich durch die Kommentare dann noch deutlich mehr dazu. Aber wir haben uns jetzt darauf geeinigt, also die haben ja den Angriff hinbekommen, die haben es verkackt und mein Hive-Tyran, der versucht es jetzt auch nochmal. Jetzt muss ich nur einmal. Genau, nur werden jetzt gesagt, das ist ja zum Beispiel auch, wenn man im Fernkampf mit verschiedenen Waffen schießt, dann muss man die Ziele alle vorher ansagen. Genau. So, das waren halt jetzt, wie gesagt, irgendwie die Truppe geht da drauf, die Truppe geht da drauf, die geht da drauf, genau. Na, halt so nach dem Motto. Und ja, das werden wir jetzt in Zukunft auch so machen. Und wie gesagt, ich sehe eigentlich, also ich kenne auch kein System. Also jetzt, zum Beispiel Kings of War gibt es auch multiple Angriffe. Dann teilt man sich halt die von Seitenangriffen, sonst was. Also irgendwie, ja, ich denke mal, dass das auf alle Fälle zulässig ist. Ne? Ja. Ja gut, auf jeden Fall versuche ich ihn jetzt nochmal auf die 9. Das machen wir auch live hier. Zack, mit einer 10. Ach, ist doch zum Kotzen. Guck mal, aber schön, ne? Man bleibt wenigstens konstant. ja, dann bewege ich mich jetzt erstmal meine 9 Zoll, mehr muss ich ja nicht. Dann daran. Zip. Flup. So. Das gefällt mir gar nicht. Ja, das, und das Tolle ist Nachrücken. Ne? Das heißt ja Base-Kontakt. Das heißt also, ich muss mich dann quasi gleich nochmal so ein bisschen bewegen. Und dann haben die jetzt auch nochmal ihre 10 Zoll Bewegung. Das schaffen die nicht ganz. Zack. So. Dann. Boing. Hinstellt. Das ist dann halt immer bei Massenarmeen dann halt so, ne? Das passt mir alles gerade gar nicht in den Kram hier, der Scheiß, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Sei doch mal froh, dass die Jeans... Dir passt gar nichts. Ob die Jeans-Dealer jetzt irgendwie da in den Nahkampf reinkommen, das passt dir nicht. Die Gargoyles passen dir nicht im Nahkampf. Das hasse ich ja bei Warhammer so, ne? Dass einer dann einen komplett durchfrühstückt, bis man dann selber sich mal zur Wehr setzen darf. Ich hätte Abwehrfeuer gegen dürfen. Nein, durch den Command Point. Stimmt! Ja. Ha! Guck mal, das hätten wir. Stimmt, ja. Willst du das nochmal versuchen? Das würde ich dir zugestehen. Oh, das wäre aber lieb. Dann würde ich sehr, sehr gerne Abwehrfeuer geben und zwar gegen die Flattermaxe da. Ja. Dann drücke ich mal hier einen Command Point Runner. Auf die 6, ne? Ich meine ja.
Dann haben wir einen Schuss. Ah, Moment, die sind ja in Schnellfeuer-Range, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, korrekt. Mhm. 13 mal 2 sind 26. Richtig? Richtig. Ja. 26 auf die 6. Das machen wir auch mal live hier. Willst du die Kiste haben oder willst du es so würfeln? Ach, ich mach das so. Ja. Ich werde mal gucken, dass ich das hier einigermaßen drauf kriege. So, das sind 20 auf die 6. Und dann nehmen wir nochmal 6 dabei. 2, 4, 6. Und da haben wir tatsächlich noch eine. Dann sind wir schon mal bei Drain. Ich glaube, die sind auch richtig krass. Die haben Widerstand 3 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Okay. Ja, Widerstand 3. Hammer. Okay, das heißt, 4 auf 3 ist die 3. Da wird es ja schon dünner. Da haben wir dann noch 2. Sagenhafte Durchschlag von minus 1. Minus 1? Mhm. Oh, ja. Nee, dann nee. Dann ja, nee. Dann nee, Eggert. Also dann ist er weg. Gut. Zwei Stück weg. Ja gut, ein Command Point wenigstens hat er sich halbwegs gelohnt. So. So. Dann bleiben wir gleich mal live drauf, würde ich sagen, für den Nahkampf, oder? Ja, das war dann jetzt auch erstmal nochmal mit dem Nachrücken, ne? Achso, dann sind wir gleich wieder da. So, Nahkampf. Ja, ich habe meine Gargoyles nachgerückt und meinen Herrscher da auch und mit dem fangen wir auch an. Und zwar, der hat 4 Attacken, die er mit seinen monströsen Sensenklauen durchführt und da er mehr als ein paar davon hat, darf er noch eine zusätzliche Attacke machen, also 5 Stück auf die 2 plus. Ja, nee, ist klar. Ja, doch, ja, gucken wir mal. Ja, eine 1 dabei. Weißt du was, da gebe ich nochmal einen Command Point für aus. Ach, hau doch ab. Ja, doch, das kann man ja mal machen. Ja, reicht so gerade eben, das sind 5 Treffer. Und ja, die 5 Treffer haben eine Stärke von 6. Du hast einen Widerstand von 4 ist nicht das Doppelte, bleibt noch bei der 3. Das Doppelte bleibt auf die 3. Gucken wir mal. Zack, ja, da sind wir bei 3 Treffern mit einem Durchschlag von 3 und einem Schadenswert von 3. Also da gehe ich mal davon aus, da sind 3 weg. Durchschlag von 3. Ja. Was habe ich denn? Ich habe einen 4er, ne? Mhm. Ja, nee, da sind 3 weg, sagst du, ne? Mhm. Da sind 3 weg. So, und dann kommt noch der Greifscherenschwanz. Eiwei. Ich sehe schon, du schaffst das noch, die ganze Einheit auszurotten, damit sie ja nicht reanimieren können. So, Greifscherenschwanz, auch nochmal auf die 2. Das reicht. Stärke 6, Widerstand 4, also wieder auf die 3, ne? Mhm. Da haben wir die 3. Und ja, kein Durchschlag. Also. Kein Durchschlag. Rossa, die Waldfee, dann kann ich ja glatt nochmal hier einen. Auf die 3. Auf die 4. Ich habe ja keine, ist ja keine Deckung, ne? Nee. Ne, dann auf die 4. Also dann hat's nicht gereicht. So, aber macht auch nur W3 Schaden. Guck mal, ein Modell kriegt 3. Ja, ist drei. Schön. So. Ey, ja, ich sehe schon, das ist, nimmt kein gutes Ende. Ja, abwarten. Einer muss stehen. So, und dann haben wir jetzt... Ja, und den muss ich dann, da hau ich mir Moralwert dann raus. Ach ja, der kommt ja auch noch. Guck mal, wäre mir gar nicht aufgefallen. Ja, jetzt kommen die Gargoyles. Und da hatte ich jetzt mal einmal geguckt. Ich habe lediglich 1, 2, 3, 4, die tatsächlich angreifen können. Doch, das war ja, ne, die sich selber innerhalb von einem halben Zoll und so weiter da drum befinden. Ja. Ne? Dann haben wir hier 2, 4 Stück. 2, 4 Angriffe. Guckt euch das Gemetzel an, Junge. Kampfgeschick 4 plus. Da haben wir 3 Treffer. Stärke 3, Widerstand 4, also auf die 5. Ne? Jupp. So, dann gucken wir doch mal. Einer. Einer. Durchschlag von? 0. Und schon wieder die 3. Es ist zum Kotzen. So, jetzt kommen wir zu dem Blendtoxin. Wenn eine Einheit durch diese Waffe Lebenspunkte verliert, muss dein Gegner bis zum Ende des Zuges von den Trefferwürfen für diese Einheit 1 abziehen. Bis zum Ende? Achso, ja, wenn ich, falls ich noch einen Gegenangriff starte. Genau. Ja, falls. Junge. Mhm. So. Unglaublich. Mache ich jetzt noch mal irgendwie noch. Nee, ich glaube, Command Points konnte man ja dann nur einmal pro Phase. Ja, einmal pro Phase. Schade. Ja, gut, dann, ja, ich kann leider nichts mehr machen.
dann sind wir da soweit durch. Also du darfst quasi zurück angreifen. Ja, das würde ich dann auch tun. Und zwar würde ich das dann auch mal live on cam machen. Die Rache der Gefallenen, wie viele sind überhaupt noch am Leben? Erstmal müssen wir... Achso, die müssen ja in Nahkampfreichweite sein, ne? Also du hast hier 1, 2, 3, 4, die quasi die Gargoyles angreifen können. Also hier, ne, die 4 könnten die Gargoyles angreifen, beziehungsweise hier 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, die den Hive-Tyrann angreifen. Man darf aber nur quasi einmal zurück angreifen, ne? Das ist nicht so schön. Sprich, muss ich mich jetzt entscheiden. Ja. Ich würde dann die Flattermaxe nehmen. KG von Dry. Also jetzt darf ich einen abziehen, ne? Also auf die 4. Ja, auf die 4. Und das sieht doch schon mal relativ cremig aus. Mhm. Weg, da sind wir bei 3. Ja, die haben ja nur dieses Handlanger-Profil, ne? Mhm. Die haben ja keine Nahkampfwaffen. Aber du hattest jetzt die Gargoyles angegriffen, ne? Ich hatte die Gargoyles angegriffen, ja. Mit wie vielen Würfeln hattest du geworfen? 4. Ja, okay, dann passt. 3 sind durchgegangen, ne? Ergo, ja. Wo stehen wir? Achso, genau, hier, genau. Wir waren beim Nahkampfprofil. Genau. Also Stärke 4. Widerstand 3. Auf die 3. Das sind tatsächlich alle. Oh, kein Durchschlag. Kein Durchschlag. Ne, das ist ja die Kopfnuss, wie du schon so schön gesagt hast. So, und jetzt, ja, es ist das super, brauche ich nur 6. Na, 2. Einer bleibt stehen. Flupp. Naja, wenigstens etwas, ne? Wenigstens etwas. Oh, die verhaken sich auch immer. Ich habe da ganz andere Sorgen im Moment. Ja, das Leben eines Tyranniden-Spielers. Viel zu viele Einheiten. Echt? So, jetzt muss ich erst mal... Bist du jetzt durchgedingst? Ja, also ich bin hier durchgedingst. Und jetzt hast du halt hier hinten noch deine... 1, 2, 3, 4, die auf den Hive-Tyrann prügeln könnten. Ja. So sehe ich das zumindest. Ich weiß es nicht, ob man das als Einheit nur machen kann. Das wäre jetzt auch wieder so eine Frage, dass man sagt, die Einheit greift einmal zurück an, aber wenn man mit 2 angreifen kann, dann kannst du ja normal aufteilen. Du kannst es sogar bei Fahrzeugen Waffen verschieden aufteilen auf verschiedene Ziele. Ja, deswegen wollte ich nämlich gerade sagen. Also wenn das auch wieder falsch ist, dann verbessert uns bitte. Also wir sehen das jetzt so, dass die jetzt hier vorne standen, ne, dass sie gegen die Flattermaxe, also gegen die kleinen Flattermaxe gehen und... die jetzt von dem großen, von dem Hive-Tyrannen angegriffen wurden, dass die dann halt auch dementsprechend zurückhauen könnten. So, und das könnten dann 1, 2, 3, 4, ne? Mhm. 4 oder 5, weil der steht ja noch im halben Zoll von. Ah ne, das ist der zweite, der ist da. Genau. Der da. Mhm. 1. Also der steht ja innerhalb von einem halben Zoll. Ja, hier genau, zu. Und dann darf so. Der nächste Reihe auch nochmal. Die stehen ja innerhalb, also die drei hier stehen innerhalb von einem Zoll zu halben Zoll zu ihm. Ja, also dann sind wir 4. Bei 4 wieder. Ja. Ja, dann machen wir die ganze Schote wieder hier. Ach ja, wieder auf die, hast du nicht gesehen? Auf die 4. Mhm, weil wegen, bei dem auch auf die 4? Naja, eins von ihren Attacken. Ach so, generell, ja. Ja, ja. Ja, dann haben wir genau 0. So. Krass. Und schon hat so sich, viele. Da hau ich doch verschreckt die Pyramide um hier. Ich lauf weg. Das Gelände wird zerstört. So, da haben wir nämlich den Salat schon wieder. Okay, ja, das war die Nahkampfphase. Das war gar nicht mal so schön. Und ja, dann werden wir mal zusehen, nicht wahr? Oh ja. Melden wir uns gleich wieder. So, ich habe mich bewegt und ich habe auch reanimiert und ich habe moralt und der Benjamin hat auch moralt. Und bei dir hat es 2, glaube ich, wegmoralt von den Flattermaxen, ne? Nein, also am Ende, also ich glaube, ich hatte, wie viel hatte ich verloren? 4, glaube ich, sowas, ne? Genau, richtig, ja. Und 2 sind nochmal mit weg. Also insgesamt sind jetzt momentan 6 von meinen Gargoyles abgehauen. Und ich hasse Reanimationsprotokolle. Ja, zum Glück. Also ich hasse Moraltests, weil die werden wirklich entfernt. Ja. Die werden dann rausgenommen, das heißt, sie können nicht wiederkommen. Aber der Rest, bis auf 3 Mannequins, sind die zum Glück wieder aufgestanden. Ja. Ich habe mir dann auch einen Befehlspunkt gegönnt für eine Gefechtsoption und habe 1er wiederholt. Ja, dann habe ich jetzt in der neuen Runde, er hier, der Ritualt wieder wie ein Geisteskranken durch die Gegend, um ein paar Punkte zu sammeln. Die sind stehen geblieben. Der hat noch einen Schaden. Die haben ja kein lebendes Metall. Dann haben die sich bewegt. Die hier haben die Fähigkeit des Königswächters genutzt und haben sich zurückgezogen aus dem Nahkampf. Und der Reanimator ist stehen geblieben. Der hier auch. Und das war's eigentlich schon, ne? Ja, ja, ja. Ja, das war die Bewegungsphase. Und ja, da ich kein Psi habe, werden wir dann auch gleich mal in den B-Schuss übergehen.
So, mein Angriff auch mal live für euch. Und zwar die Destruktoren schießen auf die Flattermaxe. Der Königswächter schießt auf die Flattermaxe mit halber Reichweite sogar. Der Reanimator schießt auf den Großen, auf den Tyrant. Half-Tyrant. Half-Tyrant, genau. Schwarmtyrann. Schwarmtyrann, so genau. Deutsch. Wir sind jetzt wieder bei deutschen Titeln. Alles, was hier noch was sehen kann, schießt auch da drauf. Und die Jungs hier hinten schießen auf die Jeans-Dealer, alle, die was sehen können. Okay, dann fangen wir einfach mal an mit den drei Destruktoren. Die schießen schwer 3 jeder, aber Repulsor-Plattform, die kriegen keine Abzüge. Ja gut, die haben sich auch nicht bewegt. Ja. Einser wiederholen, was relativ interessant ist, weil ich ja den die Dynastie Nihalak habe. Das heißt, wenn die nicht bewegt wurden, hätte ich die Einser eh wiederholen können. Kann man aber nur einmal, deswegen ist das bei denen Peng. Bei denen auch, weil bewegt, bei dem ist es nicht Peng, da dürfte ich die Einser wiederholen und bei dem auch. So, fangen wir erstmal mit den Destruktoren an. Die haben eine BF von 3, wenn ich da richtig im Bilde bin. Ja, auf die 3. Ei. Ja, toll. Alles 2, die ich nicht wiederholen darf. Ne? So ein Pech aber auch. Ja, nee, ist klar. Widerstand, die Dame. Das Kamerakind hat gerade ein breites Grinsen im Gesicht. Natürlich. Widerstand? Leisten die keinen. Die haben 3. Leisten die keinen. Das ist prinzipiell schon mal gut. Stärke 6, das ist ja das Doppelte, wa? 2 Einsen. Trefferwürfe. Ne, das ist ja Verwundungswürfe. 2 Einsen. Ich darf nur Trefferwürfe wiederholen, keine Verwundungswürfe. Das ist unschön. So. Machst du irgendeinen Durchschlag? Ich mache einen Durchschlag von 3, bitte. Von 3, ja, dann sind 3 auf jeden Fall weg. Da brauche ich gar nicht würfeln. Gut, dann legen die sich schon mal auf den Bart. So. Fängt mit euch hier, zack, zack, zack. So. Ja, dann habe ich auch gleich mal eine Frage. Wenn ich Angriffe angesagt habe und die Einheit krepiert vorher, darf ich dann auf eine andere Einheit noch angreifen oder verfallen die Schüsse dann? Gute Frage. Das ist jetzt eine gute Frage. Weil ich habe nämlich jetzt das Gefühl, dass ich eventuell den einen da jetzt vom Himmel puste. Und somit dann auch Spaß an was anderen hätte quasi. Mhm. Ja, ich schieße auf alle Fälle erstmal mit dem Königswächter auf halbe Reichweite. Das heißt, er hat 4 Schuss. Hier ist die Waffe. Reliquien Gaussblaster, so heißt er nämlich. Schnellfeuer 2. Der gute Junge trifft auf die 3 Plus. Halleluja. Halleluja, Einsen darf ich wiederholen. Blüb. So, dann, du sagtest Widerstand, lassen die keinen dry. Stärke 5. Alle. Jo. Und die Waffe macht einen bösen Durchschlag von nichts. Doch, 2. Na gut. Bei einer 6, eine 8 kann ich auf dem 6-seitigen Würfel nicht werfen, dann ist auch er weg. Damit ist die Einheit futsch. First Blood gibt's nicht mehr. Das war's, das war's. So, jetzt ist die Frage. Obwohl, nee, die Frage stellt sich nicht mehr, weil die sind außer Reichweite von dem. Aber wäre fürs nächste Mal ganz interessant zu wissen. Machen wir einfach. Fertig. Machen wir einfach. So wird's gemacht. Okay, gut. In diesem Sinne haben wir den, haben wir den, haben wir. Dann werde ich jetzt den Reanimator nehmen. Der Defibrillator. Der Defibrillator. Und der schießt mit seinem... Ich muss mir den Namen erstmal hier einprägen. Der hat auch so einen geilen Namen. Atomisatorstrahl. So, Reichweite 12. Verbesserte Taschenlampe. Sturm 3, Stärke 6, Durchschlag minus 2. So, dry. Mit einer fantastischen BF von, Achtung, 4 plus hat er nur, der Bengel. Das sind insgesamt 5, ne? Ja, warte, einen darf ich wiederholen. Nein! Was bist du denn für eine Graupe? ja, das war dann schon mal Mist. So, und jetzt gucken wir mal, wie viele Jungs hier auf die, was ist denn hier der nächste, der hier, ne? Oh, guck mal, ja, der ist sogar auf halber Reichweite. Einer auf halber Reichweite, 2 auf halber Reichweite, 3 auf halber Reichweite. Ja. Der da hinten, dieser hier, kommt der auch noch, ja, ne? Der auf halber Reichweite, der wahrscheinlich schon nicht mehr. Ne, ne? Wo ist die Base? Da. Auch noch, wa?
5 auf halbe Reichweite. Also mit ihm hier. Passt das noch? 6 auf halbe Reichweite. Die Palme. 6 auf halbe Reichweite, das merken wir uns mal hier mit unserem Merkwürfel. Das heißt, wir insgesamt können schießen. Der wird wahrscheinlich nichts mehr sehen. Der doch, der sieht den noch. Laser. Weg. Kann ich mir den nicht irgendwie... Hinterm Bier. Ah, hinterm Bier. Am Tag des Bieres. So. Ja. Eher nö. Also haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 6 auf halbe Reichweite, korrekt? Mhm. Ja, das heißt, wir kriegen 18 Würfel. Ich habe 20 hier, hoffe ich noch. 2, 4, 6. Oder waren das von den 12, 6 auf halbe Reichweite? 16, 18, 20, bitte? Du sagtest ja, 6 sind auf halbe Reichweite. Insgesamt können wie viel schießen? 12. Insgesamt 12, davon sind 6. Ah ja, okay, also 12 Schuss plus nochmal zusätzlich 6 dabei, sind wir 18. So haben wir es. So, die ganze. Da sag nur mal einer, Mathe hätte sich nicht gelohnt in der Schule. Ey. Echt, hör mir auf, ich muss jetzt bald, ich habe schon ins Buch reingeguckt, ich komme dann ins Wochenende. Ui, 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 so, auf die fantastische 3 plus natürlich. Hokus, Pokus, Lokus. Einser wiederholen. So, 3 hatten wir gesagt, ne? 2 raus. Stärke immer noch 4 befürchte ich, ja. Ja. Widerstand 4. Dann auf die 4. Ui, guck mal hier, das ist aber jetzt nicht so schön. Ich gehe nach Hause. Ich kann das jetzt gerade so schlecht auf. Jetzt kann ich das sehen, wie viele übrig sind. 2, 4, 5, ne? Ja. 2, 4, 5. Mit einem durchgeschlagenen von minus 1. Ja. Blitzschnelle Reflexe, Jeans-Stealer haben einen Rettungswurf von 5 plus. Gucken wir mal. Shaky Cam hier. Zack, zack, zack. Wo sind wir denn? Oh, das sieht nicht gut aus, ne? Einer. Da sind 4 weg, ne? Jupp. So ein Käse. Schön. Wenigstens etwas. Naja. 1, 2, 3 und komm. Yeah. Du gehst auch nochmal weg. 4. Ich denke, wir haben was, ne? Ich glaube auch. Die wollten ja eigentlich noch die Mädels da. Die Flattermädels, aber nö. Ja, nö, dann. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht, eigentlich nicht. Aufgepasst, mitgedacht, die können nicht. Ja. Nahkampf findet man mit. Ach so, ja, Schuss sind wir jetzt durch. Jetzt kommt die nächste Phase, ne? Ja, jetzt käme die Nahkampfphase theoretisch, ja. Praktisch, will ich das denn? Will ich denn da in den Nahkampf mit dem, der ist böse, ne? Mhm. Der ist böse. Andernteils wird er mich gleich wahrscheinlich auch. Was hat denn der für einen Widerstand? 7. 7, das heißt, auf die 4 würde ich auf eine 3. Wie viel Lebenspunkte hat er? Bestimmt viele, ne? Boah, gute Frage. Dann muss ich nochmal gerade nachgucken. Der hat insgesamt 12. 12. Ja, nee. Dann werde ich das lassen, glaube ich. Ja, das lassen wir. Andernteils wirst du mich gleich eh damit wieder angreifen. Schwierig, 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 schwierig. Ja, nö, lassen wir. Gut. Gut, dann war's das. Dann bin ich soweit durch. Er macht wieder Punkte hier, ne? Genau, nochmal 10 drauf. Nee, oder doch 10. Ja, 10 nochmal drauf. Ja, Moral brauche ich nicht, ne? Soll ich mal für meine zerstörte Truppe werfen? Ich wollte gerade sagen, du brauchst auch nicht, das hat sich ja erledigt. Ja, aber für meine Jeans-Dealer muss ich jetzt noch würfeln. Ach stimmt, die haben ja auch 4 verloren. Da war nämlich was. So, dann gucken wir mal. Soll ich die Cam mal wieder übernehmen? Ja, mach das mal bitte. So, Moralwert von 9 auf die, keine Ahnung was. 6, 7, 8, 9, 10. Oh, schön. Klasse. Kann ich den wiederholen mit dem Befehlspunkt? Weiß ich nicht. Bestimmt. Ja, ne? Komm. Wiederholungswurf hier. Nächste 6. Nee, 2, 4, da sind wir bei 8, dann haben sie es geschafft. Ja, trotzdem möchten die Herrschaften das Spielfeld verlassen. Wiedersehen. Raus, ab auf die Reservebank. Nix Reserve, die sind gesperrt. Gelb, rot, schwarz. So, alles klar. Das war Runde 2. Für dich. Für mich. Wow. Wir spielen schon ganz schön lange mal wieder. Okay, ja, jetzt Bewegung Benjamin. So, Bewegungsphase fertig. Und ja, meine Lieblingsbrecheinheit hat tatsächlich eine 6 beim Vorrücken gewürfelt. Geile Nummer.
Absolut, und ja. Ja, stehen jetzt viel zu nah da dran. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, mal gucken, ne, was jetzt gleich so passiert. Ansonsten, ich habe meinen Trigon Prime habe ich ein bisschen vorrücken, da bin ich mit ihm nach vorne gelaufen, dass er gleich auch in Nahkampfreichweite hier mit dem kleinen Trupp ist. Mein Halbtyrant hat sich nicht bewegt, weil ich dann auch gleich nochmal hier reinschießen oder rein angreifen möchte. Dann haben sich hier vorne die Termaganten haben sich bewegt und ja, das war's eigentlich. Also am glücklichsten bin ich natürlich über meine 6 bei den Jeans-Dealern, weil das wären gleich wieder richtig schön viele Würfel, die dann funktionieren dürfen. Mhm. Also dürfen die auch jetzt noch chargen, obwohl sie, ja, ne, irgendwas war doch da, ne? Die dürfen ja vorrücken und dann noch angreifen, genau. Dann noch. Ja, herrlich. Mein Liktor lasse ich, mein Death Leaper lasse ich momentan übrigens auch noch unter der Erde. Ach so, stimmt, den gibt es ja auch noch. Den gibt auch noch. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, den habe ich noch, ja. Ah, herrlich, ja. Ich sehe schon wieder schwarz. Lasse ich den unter der Erde? Ey, nee, warte mal. Nö, weißt du was? Den lasse ich raus. Ha, spontane Umentscheidung. Okay, dann. Einmal 9 Zoll da hinten. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Einmal markieren. Sind das 9 Zoll oder? Genau, guck mal, dass er halt weiter als 9 Zoll davon entfernt ist. Zack, ist zwar nicht der Charakter, den er... Das ist nicht der Charakter, den er sucht, aber... Ich habe die Taschentücher schon ausgepackt für gleich. Ja, gucken wir mal. Jetzt kommt ja erstmal noch die Beschussphase und die Psi-Phase und dann gucken wir mal, was noch so steht. So, tun wir's. Bis gleich. So, ja, erzähl mal ein. Ja, viel ist eigentlich nicht passiert. Nein, überhaupt nicht. Mein Hive-Tyrann hat seine 2 Psi-Kräfte, einmal den Schmetterschlag und einmal den mentalen Schrei hier in die Einheit entladen. Beim ersten Mal hat er dem ersten Destroyer, heißt das, glaube ich? Oder ja, was ist das? Ja, dem ersten Destroyer 2 Punkte weggenommen. Das hat gereicht. Damit der zweiten manifestierten, also mit dem mentalen Schrei, hat er dem Destroyer hier vorne 3 Punkte weggenommen. Und dann habe ich nochmal einen Befehlspunkt ausgegeben, um Macht des Schwarmbewusstseins einzusetzen. Das heißt also, ich darf da nochmal eine zusätzliche Psi-Kraft manifestieren. Mit einem Psioniker, der schon eine Psi-Kraft psisiert hat. Und dann hat er leider nicht ganz so gut geworfen. Der hat dem Destroyer da jetzt leider nur einen Lebenspunkt weggenommen. Wie schade. Ja, müssen meine Termaganten halt nochmal herhalten. Aber wir kommen jetzt mal zur Beschussphase. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal hier mit meinem Trigon Prime an. Der möchte ganz gern sein EMP, sag ich jetzt einfach mal, hier in die Truppe von Warriorn da reinschießen. Mhm. Und zwar macht er das auf die 4 plus 12 Würfel, Sturm 12 hat er nämlich. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Sturm 12. Und der hatte sich bewegt, ne? Das heißt, du kriegst einen Malus von einem, richtig? Ich habe mich bewegt, aber bin nicht vorgerückt. Achso, das sind keine schweren Waffen. Nee, schon blöd. Ja, alles gut. Mhm. So, dann gucken wir mal. Ja, dann gucken wir mal. Auf die 4 plus. So viele das Würfel. Sind nicht viele. Da, schade. Da haben wir leider nur 3 Treffer. Das ist nicht gut. 4 Treffer. Das ist nicht gut. Stärke 5. Widerstand 4. Auf die 3, ne? Da sind 3 Verwundungen. Macht aber auch keinen Durchschlag. Dann möchten wir das auf die 4 dann bitte retten. Beziehungsweise rüsten, das tun wir auch. Alle komplett, ne? Mhm. So, da wir ja jetzt die Beschussphase haben, kann ich ja neue Befehlspunkte ausgeben, ne? Ja. Dann mache ich das mal, dann gebe ich meine letzten beiden Befehlspunkte für zielstrebige Vernichtung aus, setze diese am Ende der Fernkampfphase. Also dann muss ich jetzt quasi noch mal warten, bis alle anderen geschossen haben, ne? Mhm. Na gut, dann warten wir einfach gleich noch mal ab. So, ja. Der hat geschossen, der kann nicht schießen, die da hinten können auch nicht schießen, aber die Jungs können schießen. Ja, die nehmen jetzt meinen letzten Destroyer raus, dann kann ich auch nicht mehr reanimieren. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mal 3 sind wir bei 60 Würfeln. Soll ich die gleich wegnehmen? Was? Wieso? Die müssen erstmal durchkommen. Ach. Und, ja, das ist halt das Tolle, wenn die, wie heißen diese? Nicht die Bohrkäfer schleudern, sondern die Neuralfresser heißen die, glaube ich, die Dinger. Und das ist gar nicht mal so schlecht. So, machen wir mal erst die ersten 30 Würfel. So, auf die 4. Ja, sollen wir die vielleicht doch lieber in die Kiste würfeln? Ja, ich glaube auch, das wäre besser, ne? Blüpp. So, dann schauen wir mal. Da haben wir 2, 4, 6, 8,
10, 12, 13. Da merken wir uns mal. Mhm. 13. So, ja, 26. Schön. 26. Das heißt, 4 kommen raus aus dem Pool. 2, 4 und dann geht das alles nochmal. Stärke 4. Widerstand 5, ne? Moment, ich muss da muss jetzt tatsächlich nochmal reinschauen. Ich bin ja total geschockt von dem, was passiert. Widerstand 5, ja. Ja, also auf die 5. Ab in die Kiste. Dann gucken wir mal. Viel zu viel. Viel zu viel. Einsen darf ich, weil ich 20 oder mehr Modelle habe und hagellebendiger Munition besitze. Also wenn die einer 20 oder mehr Modelle enthält, kannst du Verwundungswürfel von 1 wiederholen, wenn sie schießen. 1, 2, 3, 4, 5 darf ich nochmal wiederholen und alles, was auf die 5 ist, das trifft sowieso. Verwundet sowieso. Da. Ich hätte vielleicht die anderen rausnehmen sollen. So, jetzt haben wir es, ne? Das war alles. Denke. Ja, ich glaube auch. So, jetzt nur die Wiederholungswürfe. Nochmal auf die 5. Da haben wir nochmal eine, ne? Ich kann nicht hinterher gucken, ja. Und die waren raus. Ja. Dann war das das. Schon so ein bisschen lächerlich, ne? 2, 4, 6, 8, 10, ne? 2, 4, 6, 8, 10. Ja, so, dann wollen wir mal gucken. Ja, auf die 3, wenn kein Durchschlag vorhanden ist. Nein, kein Durchschlag. 1, 2, darfst du einsen wiederholen? 3, nein. Gott sei Dank. 2, 4, 6, 8, 10. Wie viel wird's? 10. 10, ne? Ja, also, ja, der ist weg. Ich hätte ihn auch einfach so wegnehmen können. Nein, echt jetzt? Hat er noch einen Lebenspunkt? Einen Lebenspunkt hat er noch. Fuck! Okay, also da hätte ich jetzt echt nicht mitgerechnet. Scheiße. Okay, das war eine harte Nummer. Schick. Scheiße. Okay, das ist lustig. Alles klar, okay. Also er kriegt auf alle Fälle schon mal eine Medaille. Das ist schon mal... Ich hätte den Befehlspunkt vorhin für den Einserwurf wiederholen. Unglaublich. Ah, Mist. Alle gegen ein. Game, ne? Super gut. Scheiße. Ja, schick, okay. Ja, dann sind wir durch mit der Beschussphase. Dann gebe ich jetzt nämlich meine zielstrebige Vernichtung aus. Oh, jetzt kommt wieder eine Gemeinheit, dann stirbt er doch noch. Ich weiß, ich habe den Trigon gesagt. Darf ich dann trotzdem die Termaganten nochmal umwählen? Hä? Na, ich habe ja gesagt, vorhin gesagt, die, der schießt dann ja nochmal da rein. Ne, weil er vor... Hat er jetzt überhaupt geschossen? Doch, hat er, ja. Ja. Der hat aber nichts gerissen, ne? Die haben ja alle Dings. Ich habe ja gesagt, der darf nochmal schießen. Will ich jetzt die Einheit da wegmachen? Nee, komm. Ich weiß, ich habe das vorhin da gesagt. Darf ich die hier einsetzen? Ja. Dann ist er weg und ich kann sie nicht mehr reanimieren. Das genau, richtig. Ist für mich natürlich richtig doppelt scheiße, dann, ja, wenn ich das jetzt zulasse. Ja, komm, dann machen wir das einfach so. Dann ist mir gleich. Nein, dann mache ich. Gesagt ist gesagt und ich hätte ja auch vorher lesen können, und dass es am Ende erst passiert. Ich habe gesagt, den Treiger, und dann machen wir das. Ob ich die Einheit da rausnehme oder die, das ist ja... So ein Großkotz. Unglaublich. Wenn du Tyranniden spielst, bist du ein schlechter Mensch. Das Zitat bleibt so stehen. 2, 4, 6, 8, 10. Wenn es jetzt nicht der letzte mit dem letzten Lebenspunkt wäre, der gerade 197 Angriffe überlebt hätte, dann hätte ich auch gesagt, mach auf jeden Fall nochmal. Aber so bin ich sehr stolz auf das Modell. Ja, und absolut. Ich glaube, nochmal überlebt er so geknattert nicht. So, dann auf die 4. Der brennt, ne? Die 6. Jo. Zack, zack. Einen darf ich nicht wiederholen. Oh, wieder so schlecht. Ja, Stärke 5, Widerstand 4. 4 auf die 3. Mhm. Da sind wir bei 3, die durchgehen. Durchschlag hat er keine. Durchschlag kein. Auf die 4. Unglaublich. Und da ist es wieder. Was für eine Verschwendung. Naja, gut. Dann sind wir jetzt mit der Beschussphase durch. Wunderbar. Alles klar, okay. Dann muss ich auf alle Fälle noch Moraling für die hier machen, ne? Nö, am Ende halt erst, ne? Ach so, ja. Immer erst am Ende. Ist das Ende nicht gekommen?
Nee, noch nicht. Noch lange nicht. Ach, jetzt kommt ja noch. Jetzt kommt erstmal noch die Angriffsphase. Ja, genau. Angriffsphase. Genau. So. Lassen wir die auch live mitlaufen? Ich weiß gar nicht. Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir würfeln das aus. Wollte ich gerade sagen. Stellen wir auf. Ne, dass wir so eine gesunde Mischung haben, genau. Sonst. Du schneidest ja eh nochmal, also von daher. Ja, so machen wir das. Okay, gut. Dann bis gleich. So, Zusammenfassung. Oh Mann, ey. Ja. Hier hat's richtig reingehauen. Es stehen nur noch 6 von 20. Ja, aber vergiss nicht, du darfst ja gleich nochmal reanimieren. Ja, der Defibrillator steht hier. Drei sind trotzdem, die 4 sind raus. Einer mit Moral. Ja. Ja, die Jeans-Dealer, da sind gegangen. 3, ne, meine ich? Ja, genau. 3. Ja, hier sind 2 gefallen. Die haben die Moral aber bestanden. Ja. Der Trigon hat nicht besonders viel rausgehauen. Das war halt quasi gar nichts. Ja, der letzte Skarabäus, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Destroyer, ne? Der freut sich noch nach wie vor seines einen Lebenspunktes. Ja, das hat er auch verdient. Ja. Ja, mein Hive-Tyrann, der konnte irgendwie sein da nicht angreifen. Also laut Regelwerk ist es ja so, dass man sich auch mit fliegenden Einheiten über Gelände bewegen muss, wie normale Einheiten. Genau, eine Angriffsbewegung. Genau, halt, ne? Und ja, also wenn er hätte fliegen dürfen, wäre alles okay gewesen. Ich habe eine 4 gewürfelt und ich hätte eine 6 bis 7, eine 6 gebraucht, um überhaupt dahin zu kommen. Und ja, deswegen war es das. Und die Jeans-Zieler haben leider das Problem gehabt, dass sie gegen einen vollen Trupp da angetreten sind. Das heißt also, ich konnte da auch keine Trefferwürfel oder ähnliches nochmal wiederholen wegen dieser Fähigkeit, dass sie halt als Hydra-Flotte dann ja bei Einheiten, die weniger angreifen oder weniger Modelle besitzen als die selber, dass sie dann halt nochmal die Trefferwürfel wiederholen können. Ja, mein Death Leaper hat einen Arm verloren. Das war wohl ich. Ja, der steht hier irgendwie genau in meiner Zugriffszone zu meinem Getränk. Und was soll ich, aber da, was soll ich schon dazu sagen? Dadurch hat er jetzt auch locker eine Attacke weniger. 1 bis 2 Attacken weniger. Ne? Ach so, geht das. Warte, gib mal die Jeans hier. Ja, los. Ja, also es bleibt spannend. Ja. Es bleibt spannend. Also ich glaube, in der nächsten Runde könnte es schon so eine kleine Entscheidung geben. Also entweder Hopp oder Top und dann wird man sehen, was bei rumkommt. Ja, das denke ich auch. Okay, so, dann werden wir jetzt mal auf die Reanimation würfeln und dann geht's weiter mit Runde 3 tatsächlich erst. Unglaublich. Ja. So denn. So, während der Benjamin seinem armen kleinen Tierchen hier wieder sein Bein anklebt, oder Arm vielmehr. Feldinstandsetzung. Ja. Habe ich mich bewegt. Und zwar habe ich hier die Königswächter-Aktion genutzt, bin mit beiden Warriern aus dem Nahkampf geflüchtet, weil macht Sinn. Er mal oben macht wieder sein Ritual. Die Destruktoren sind einfach ein Stück nach rechts geflattert, weil die dürfen Einsatztreffer sowieso wiederholen, deswegen ist das Peng, ob ich die jetzt bewege oder nicht. Stationär geblieben, gleich für den Beschuss und Einser wiederholen, das ist der Reanimator, also beide Reanimatoren sind stationär geblieben und der Königswächter ist auch stationär geblieben. Ja, und dann kommen wir nämlich auch schon, Psi habe ich natürlich nicht. Finde ich auch komisch, dass keine einzige, also wenn er irgendeine Einheit kennt, die Psi kann bei den Necrons, dann sagt man das bitte, ich habe jetzt keine gefunden. Normalerweise muss ja eine Art Geist vorhanden sein. Ja, der Zetan, aber das ist keine wirkliche Psi-Kraft, das sind diese Kräfte der Zetan, das kann man irgendwie zaubern, aber so wirklich Psi und Psi-Bannen, dann nicht, dass ich wüsste. Mhm. Muss ich auch nochmal in Ruhe nachlesen, ich habe schon mal durchgeblättert den Kodex, ich habe nichts gefunden. Schade. Jo, ich hätte das doch so. So, nee, okay. Ist wirklich schade. Also ich kenne das ja selber, wenn einem, also ich habe das früher beim Astra Militarum gehabt, da habe ich auch keine Psionika mitgenommen. Wenn dir eine komplette Phase fehlt, ja, in der du was machen kannst, das ist Gegner, es ja, ne? Der Gegner was machen kann und du nicht, das ist doof. Das ist richtig doof. So, nichtsdestotrotz, wir werden jetzt erstmal hier Daka Daka ansagen. Und zwar die Destruktoren auf die Spermaganten. Dann haben wir den Blob hier. Der schießt logischerweise auf die Jeans-Dealer. Er schießt, der Reanimator, auf die Jeans-Dealer. Der Königswächter auf die Jeans-Dealer. Der Blob auf die Jeans-Dealer. Und der Reanimator versucht sein Glück an dem Flattermaxe. Hä? Gegen das Protokoll? Ja. Das ist der Einzige, der nicht auf die Jeans-Dealer feuert, da in der Ecke. Ja, das ist ein kleiner Rebell. So, okay. Ja, ich würde sagen, Mitfilmen oder nicht? Ja, können wir eigentlich mal machen, ne? Ja. Hier, Kamerakind Benjamin an Start. So, ich habe schon den Zittrigen hier. Du kannst ja auch abstellen, dafür gibt's ja das Stativ. Ach so, aha. Damit kommst du jetzt um die Ecke. So, 2 von meinen Destroyern, der dritte, der macht ja so ein bisschen higher.
Die schießen hier auf die Jungs, und zwar mit Schwer 3. Auf die 3. Einser wiederholen. Da haben wir alle. Widerstand haben die Herrschaften 3, ne? Ja. So wie die anderen auch. Das ist der doppelte. 6 auf 3. So, ja, so. Ja, 6 auf 3 ist 2. Sind alle. 2, 4, 6 dann halt. Ja, alle bleibt alle. Mit einem wunderbaren Durchschlag von immer noch 3 und W3 Schaden. Tja, dann war's das so mit 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Tschüss. Das ist fein. Dann machen wir mal weiter. Und zwar machen wir. Puh, grübel. Ja, machen wir hier mit dem Blob mal. Das macht nämlich richtig Laune. Die haben ja die, die neue verbesserte Knifte. Ich gucke mal kurz. Aber das sollte 12 Zoll mäßig alles hier im. Ich wollte gerade sagen, also normalerweise sein. Hätte das jetzt vorhin mit der ganzen Bewegung und allem drum und dran gepasst. Das ist definitiv drin. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aber auch hier Schnellfeuer. Wir merken uns 13. Und dann gucken wir mal, wer denn hier innerhalb von 6 Zoll noch ist. So, das ist doch du nicht. Du schon? Doch, du auch. Dann messe ich dir hier. So, 6 Zoll. Du. Ja, die sowieso. Was ist denn mit den Jungs hier? Der, ja. Und der hier, nö. Also alle bis auf ein. Da sind wir bei. Schön, ne? Hammergeil. 13. Nochmal dazu sind 26 minus 1 sind 25, richtig? Alles klar. So, dann machen wir erstmal 20. Und dann machen wir 5 hinterher. Und die ganze Chose auf die Dry. Und die haben sich aber bewegt, ne? Ja, das ist, genau. Weil die sich ja zurückgezogen haben. Das ist ärgerlich. Da muss ich mal gucken, ob ich da einen Befehlspunkt machen kann. Ja, nö, das war ja nur die Geschichte, wo die Destroyer das dürfen. Deswegen alle Einsen hier raus, alle Zweien hier raus. Reicht auch. Das reicht noch lange nicht. Da muss noch was kommen, ne? Ja. Widerstand. Habe ich 4. 4? Du hast, glaube ich, Stärke 5 gehabt mit deinen. Wegen 4 Armen haben die 4. Mit dem Pau-Paus. Ja. Auf die 3. Das ist. Nee, das ist. Das ist nicht gut. 2, 4, 6, 7. Ja, zähle ich auch. So, und jetzt verrate ich dir noch den Durchschlag, weil den weißt du, oder weißt du noch? Minus 2 bitte. Minus 2, tja, dann muss ich auf meinen 5er Retter kommen. 2, 4, 6, 7. Das ist viel zu gut. 1, 2, 3 überleben, 4 gehen raus. Das ist immer noch zu viel. Nein, ist es nicht, ist es nicht. 1, 2, 3, 4. Vier gehen raus. So, das hier. Alle beschweren sich immer darüber, dass wir zu wenig Insekten in Deutschland haben und du klaust mir hier die Käfer, ey. So sieht's nämlich aus. So, dann wollte der Reanimator, wollte er auch noch drauf schießen. Sturm 3 tatsächlich, aber nur mit einer 4er BF. Ja, Sturm 3 nimmt 4 Würfel in Hand. Genau, guten Morgen. So. Ja, 2. 2. Stärke 6. Widerstand 4 auf die Dry. Auf die Dry. Da sind bum, bum. Beide. Bum, bum. Bum, bum. Durchschlag minus 2 tatsächlich. Also wieder auf die 5. Ja, einer geht, einer steht. Oh. Ja, 50%, um auf dich zu beschweren. So. Ihr habt ja keine Jeans-Dealer mehr. So Mist. Ich hätte die anderen auch noch reinschießen lassen sollen, verdammt. Ja, mach das doch. Egal, nein. Ich, erstmal ist der Königswächter dran. Doch. Auf halbe Reichweite. Stationär geblieben. Mit einer BF von 3, wenn ich mich recht entsinne. Du kannst gar nicht auf mich schießen. Der sieht das hinten gar nicht. Du stehst mit dem Rücken zu mir. Der hat einen Rückspiegel. Ach, verdammt. Auf die 3. Ja. Einser wiederholen. Stationär. Das sind 4 Schuss.
mit einer Stärke von 5. Ja, nö. Auf die 1, 2, 3. Mit einem Durchschlag von minus 2. Also dreimal wieder auf die 5. Zwei sterben, einer steht. Zwei sterben, einer steht. So, jetzt wollen wir noch mal hier unser Werk beenden und schießen mit den Jungs. Ich gucke mal kurz. Es sind alle drin. Alle in halber Reichweite. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal, das halte ich mal jetzt aber hier. Ja, auf. Halten Sie mal. Also ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, richtig? 14 mal 2 sind 28, richtig? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15? 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Du hast den Typ unter der Palme. Hast du verpennt. Ah, der Typ unter der Palme. Der Typ unter der Palme. So, dann machen wir 9. Ja. Das rechts da unten ist übrigens der Frito von den gefallenen Jeans-Dealern, also Käfer. Käfermatsch. So, 15 Modelle. Ah, 2 Attacken, korrekt? Genau. So, das sind 30. Das heißt, ich würfel einmal 20 und dann nochmal 10. Das ist nämlich viel einfacher als eben. Ja. Leck mich am Arsch. So, das ist nicht schön. Da war es eben besser, bevor wir es rausschneiden mussten, weil ich zu dämlich war. Naja, vorhin hattest du aber auch deutlich weniger Würfel geworfen, also, ne? Ja, das stimmt auch. Also. So, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ich merke mir 11. 11 und jetzt darf ich nochmal 10 würfeln, richtig? Ich habe jetzt 20 geworfen. Ja. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich habe nicht aufgepasst, aber dann machen wir das Ganze nochmal. Bis zum Erbrechen. Bis zum Erbrechen. Es ist zu heiß hier 11. Oben. Dann haben wir 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Stärke 5 hatten die, glaube ich, ne? Ja, die normalen, mit der normalen Waffe hatten die. Ne, da hatten die nur Stärke 4. Das war die kurze Waffe. Ah, alles klar. Ja, dann auf die 4. Kommt der hier. Auf die 4. Jetzt will ich aber sehen. Oh, da sehe ich aber nicht so viele schöne Sachen. Hä? Obwohl. Du musst das mal von meiner Seite aus hier sehen. Da sind eine ganze Menge Vieren dabei. Subjektive Wahrnehmung ist komisch. Eine 3 nur raus. Ja, 2, 4, 6. Oh Gott. 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14, aber mit dem 1er DS jetzt nur. Ja, das macht nichts. Dann bin ich trotzdem bei einem 6er Rüstungswurf oder dem 5er Retter. Und also, ich glaube, ich kann mich von denen verabschieden. So, dann gucken wir mal. Schauen Sie durch den Garten. Die sind weg. Die sind weg. Da sind nicht so ganz so viele 5er dabei, ne? Ja, dafür mehr 6er. Ich sehe ja schon. Ach ja, stimmt. Ja, aber die zählen ja sonst nicht. So, was haben. Oh, das geht aber. Boah, zum Kotzen. Das geht aber. Aber trotzdem sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8. Das war's. Boah, geil. Käfermus. Geil. Das war's. Ist die Rache für die letzte Schlacht. Da hatte ich einfach nur Glück gehabt. Ja, macht's gut. Das war jetzt natürlich taktisch unklug. Jetzt brauche ich für die keinen Moralwert mehr machen. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. So, Würfel weg. Jetzt kommt hier noch der Rebell. Der Rebell schießt noch auf den Hive Tyrant. Und zwar schießt der mit seinem, ich will es nur mal lesen, wie heißt es? Atomisator. Strahl. Genau, so heißt er. Sturm Dry, allerdings nur auf die wunderbare 4. Das ist ein ganzer. Ah, der war stationär. Die 1 darf er wiederholen. Und. Der Hammer, meine Damen und Herren. Wer wiederholt, wer macht ja, noch was? Ich hoffe, ich habe den Würfelwurf jetzt gerade drauf gehabt. Meine Kamera ist gerade abgesackt. Das war eine 5. So, und dann hat er nämlich Stärke 6. Gegen Widerstand 7. Oh, da muss ich jetzt. Oh, pfui, da muss ich tatsächlich nur auf die 5. Jetzt bin ich traurig. Na gut, okay. Tja. Denn Nahkampf, dann Angriff. Nahkampf, Angriff. Du darfst meinen Death Leaper da hinten wieder hinstellen. Du bist mutig. Du hast genug Sekundenkleber da, das sollte passen. So, 9 Zoll war der von dir weggestellt. Wir messen das. Ja, ja, das passt schon. Vielleicht mache ich das am besten. Damit ich, so, da lege ich die Würfel hin, da war nämlich das Ding. So, okay, Nahkampf. Nahkrampf, Ja. Das wäre dann entweder hier unten oder da.
Da nö, weil da gleich Abwehrfeuer. Ja, da, wer macht mir da am meisten? Das ist eigentlich mehr der Flattermax, würde ich eher sagen. Ja. Ja, ich gehe mit den Jungs, gehe ich da in den Nahkampf. Aha. Und jetzt habe ich ihn schon wieder angefummelt. Hast du dann auch eigentlich hoch? Theoretisch? Theoretisch ja nicht, ne? Weil du darfst ja doch, bis klar. zu 5 Zoll nach oben, hatten wir ja vorhin gesagt. Ach so, stimmt, dann müsste ich hier mich da dann davor kleben. Genau. Okay. Aber das ist auch geil, ne? Du darfst bis zu 5 Zoll nach oben angreifen in der Nahkampfreichweite oder Angriffsreichweite. Du musst aber, wenn du angreifst, runtergehen. Das heißt also, es ist eigentlich totaler Schwachsinn, wenn du von einer erhöhten Position... Du hättest dann hier vielleicht hin einfach fliegen können, hier stehen bleiben können, wenn das ein halber Zoll gewesen wäre. Das hätte ich tatsächlich machen können. Fällt mir gerade mal so siebenteils ein. Hammer! Ja, hätte ich das mal vorhin gewusst. Da hinten theoretisch schon, ne? Krass, ja. Zoll? Ja. Horizontal? Und ja. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Was brauchen wir denn überhaupt? Ich habe eine Bewegung von 5 standardmäßig bei den Herrschaften. Du musst sowieso einen Angriff wurfen. Ich wollte gerade sagen, das ist zu warm. Hier, Angriffswurf, guckst du hier. Hier, zack, 8 Zoll. Passt. Ran an das Gemüse. Er geht die Treppe hoch. Nee, doch nicht, das hält nicht. Dann klopfen die hier an. Obwohl 8 Zoll. Ja, könnten Sie so freundlich sein und mal kurz sagen. Ich habe gerade beide Hände an der Kamera. Achso. Ja, dann gib mir mal die schwere Kamera, die so schwer ist. Kannst du mal messen, wie das denn aussieht hier mit hoch und runter? Mit hoch und runter? Ganz ehrlich, ne? Das ist. Das machen wir jetzt. Ach, das ist es. Guckt, also 8 Zoll, ne? Das ist sowas von überhaupt gar kein Thema. Ja, dann möchten die nämlich auch nach da oben gehen, sich daneben auch so ein bisschen dran stellen. Also du kannst ja theoretisch hier die Treppe nehmen. Und rechts daneben kann ich auch. Ne? Ja, genau so. Komm, ganz ehrlich, das ist... Also die kommen hier auf... Ach, boah. Also das sind 6 Zoll, der kommt da auf jeden Fall hoch. Wir haben ja vorhin gemessen, das sind ja 2 Zoll. Der kommt auch mit 6 Zoll hier oben ran. Oh, ist das ein Gezitter hier. Der hat auch 6 Zoll bis da zum Rand und kommt da hier hoch. So. So, da wird doch langsam ein Schuh raus hier. Hoch, zack, zack. Da kann er auch noch mal hin. Ne, die muss ich jetzt tatsächlich hier unten hinstellen. Ja, wird doch langsam ein Schuh raus. Ja, also die restlichen, die könnte ich dir hier anstellen. Aber hoch kommt jetzt gerade da oben keiner mehr. Ja, dann stell einfach mal da so hinten dran. Zack. So. Die Jungs, die sind nicht so homophob, die gehen auch hier alle hintereinander. Was machen wir jetzt mit denen hier? Die sind ja noch tot, ne? Wenn die jetzt nicht mehr rankommen, war das nicht irgendwie dann die verrecken dann? Die verrecken dann, ja, da müssen wir so eine kleine Gasse bilden, bitte. Bilden Sie eine Rettungsgasse. Genau. Ja, dann wird das hier ein bisschen schwierig werden. Dann muss ich tatsächlich... 2 Zoll? 2 Zoll. Ja, komm, dann guck mal, dann so Konvergenz dahin. Aber 2 Zoll zu 2 Modellen. Zu 2 Modellen, selbstverständlich. Und vergiss den Mann unter der Palme nicht. Hä? Ja, genau der. So, das sollte jetzt eigentlich soweit ganz gut aussehen. Unit Coherency, oh mein Gott. Ja. 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 Schön, so. Okay, dann dürfen wir, mit wie vielen dürfen wir denn angreifen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meine Damen und Herren. 2, 6, 8, 9. Das ist unglaublich. 9, so. Auf die wunderbare, also die haben auch nur eine 4er, ne, die Jungs. Ne, ein KW von 3 tatsächlich. Wo bin ich da? Oh, Drop, da ist eine 5, die darfst du behalten. Die darf ist ich? Gefallen. Oh, ja. Okay, normal. Also... Ich kann auch die Kamera wieder nehmen, wenn du möchtest. So. Ich sag auf die 3? Auf die 3. Dann nehme ich den genau. mal raus. Genau, einer weg. Stärke 4 auf Widerstand 25. Ne, 7, ne? Auf die 7. Das ist dann wenigstens noch eine 5. Ja, 2. Darfst du einzeln wiederholen oder ähnliches? Nee, leider nicht. Ja, dann sind das 2, ne? 2 ganze. Hast du noch irgendwie einen Durchschlag oder ähnliches? Ach, Durchschlag, Arsch, gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Das ist der Hammer, dann darf ich auf die 3 plus 2 mal würfeln. Ich mach das mal hier vorne. Ja. Muha, einer geht weg. Ja, wegen etwas. Haha, so. Ich hoffe, es tat auch richtig weh. Aber sowas von. Vor allen Dingen darf ich jetzt gleich endlich mal würfeln, weil er einen Lebenspunkt verloren hat. Ja, geil. Ja, okay. Das war's, ne? Ja.
die sind ran, da ist das, da ist das, ja, dann war's das. Dann, ne? Darf der zurück angreifen, darf der dann. Ja, stimmt. Mit seinen hammerharten 4 bzw. 5 Attacken. 2, 4, 5 Attacken. Kampfgeschick auf die 2. Live dabei. Ja, wie geil ist das denn? Alter Schwede. Guck mal, das blendet so ein bisschen, aber ich zeige das ein bisschen näher. Das ist. Die kann ich nicht wiederholen. Das heißt, die gehen einmal schon mal durch und... Nee, warte mal, monströse Sensenklauen. Halt! Monströse Sensenklauen, für diese Waffe darfst du Trefferwürfel von 1 wiederholen. Hat der... Ja. Jetzt zaubert er da wieder einen aus dem Hut. Hier, guck mal, Halftyrant, monströse Sensenklauen. Für diese Waffe darfst du Trefferwürfel von 1 wiederholen. Hat der Träger mehr als ein paar monströse Sensenklauen, kann er jedes Mal, wenn er kämpft, eine zusätzliche Attacke mit diesen Waffen durchführen. Deswegen 5 und 3 Einsen, die darf ich wiederholen. Das ist ja zum Maul. Meine Güte, ey. Also doch nicht so lustig. Wie viel Glück kann man denn im Leben haben? Ja, echt. Und die treffen auch. Ja, das war doch logisch jetzt. Das war ja krass. So, dann haben wir 5 Treffer. Stärke 6. Auf der 4. Auf der 4 hast du. Also ich habe 4 und dann auf der 3. Auf der 3. Gucken wir mal. Da gehen alle durch. Ja, geil. Durchschlag minus 100. Durchschlag minus 3. Minus 3. Warte, ich guck mal schnell. Ah, warte, das sind ungefähr 7. Ja. So. Oh, ich habe die ganze Zeit gepennt. Alle Necron-Krieger haben, dass sie Reanimationsprotokolle von 1 wiederholen dürfen. Echt? Ja. Ja, nützt nichts. Dann müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Herr Doktor. Wie viel sagst du? 5? 2, 4, 5. 5 kippen um. Und dann habe ich gleich noch einen Angriff mit meinem Greifscherenschwanz. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass ich halt wirklich 3 Lebenspunkte pro Modell wegnehme und das einfach nur verschwendete. Das ist einfach nur verschwendete Schaden. Das ist wohl so. Das ist wohl so. Also 1, 2, 4, 5. Okay, 3. Ja, eine wackelige Angelegenheit hier. Ja, legst du drauf, wir wissen ja, wo sie gestanden haben. 4. Du bleibst da. 5. So, die sind umgefallen. So, dann haust du nochmal mit irgendwas zu. Einmal drauf, nochmal mit dem Greifscherenschwanz auf die 2. Dap, 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 da ist die 6. Der Greifscherenschwanz... Ach, verwundet der nicht automatisch auf die 2? War das nicht das Ding? Nee, das war der Toxinstachel. ja, Nahkampf, Stärke Träger, also Stärke 6. Also wieder auf die 3, ne? 5. Und dann mache ich W3 Schaden. W3 Lebenspunkte Verlust, wenn du... ja, quasi den Rüstungswurf ohne Durchschlag oder ähnliches verkackst. Also du hast jetzt einmal nochmal versuchen zu safen auf die 1. Definitiv nö. Ja gut, okay, dann nur zu Protokoll. Da wären dann 2 Lebenspunkte für das nächste Modell weg und dann war es das. Also einer kippt nochmal um. Oi, oi. Da kippen sie um wie die Fliegen hier. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, ich glaube, ich habe die ganze Zeit während des Spiels auch bei mir beim Vorrücken, beim Bewegen und so weiter die Adrenalindrüsen vergessen, die Einheiten teilweise hatten. Aber wir können schon was. Der Hammer! Ey, vielleicht sollten wir einfach mit dem spielen, was wir falsch gemacht haben oder so, oder das wegschneiden, was wir richtig gemacht haben. Das wäre irgendwie das... Ach Gott, es ist zu heiß hier. Meine Güte. Ja. Ja. Ja, das war's, ne? Mhm. Moraltest noch für meine... Thermaganten hier vorne. Mhm. Das heißt, da habe ich eine Moral von 5. Na klasse. Ja, das haben sie nicht geschafft. Das heißt, 2, 4, 6 gehen weg. Ein weiterer geht weg. Dann habe ich jetzt noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Das heißt, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Mal. Und jetzt ganz wenig Einsen, bitte. Ja, wo will er hin? Da, 1, 2. Keine 1. Ui. Keine 1. Ja. Ui. Dann bleibt der Rest wohl da. Glück gehabt. Glück gehabt. Ja. Das alles nur, weil der Typ da vorne mit dem einen Lebenspunkt vorhin überlebt hat. Ja. Der Hammer. Der absolute also Hammer. Den kannst du nach, die kannst du nachher auszeichnen. Das ist echt. Auf jeden Fall. So, da muss ich auch nochmal Moraligen machen, ne? Moral von 10. 2, wie viel sind da gegangen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 liegen da. Ja, nö, dann passiert nichts. Ach, schade. Geht so.
Ja, dann haben wir es, würde ich sagen. Deine Runde ist durch, ne? Meine Runde ist durch. Okay, dann kommen wir zu meiner. So sieht's aus. Dann machen wir mal hier mal einen kleinen Cut mal wieder. So, wir haben jetzt hier einfach mal wie die Wilden losgelegt, bewegt und gepsied ging nicht, ne? Gepsied ging nicht, der musste diesmal aussetzen. Der war ja leider im Nahkampf. Genau, so, dann bewegt, dann geschossen, dann angegriffen. Ihr seht, es ist hier einiges passiert. Die ganze Einheit ist weg im Nahkampf. Die hat vorher aber noch ein bisschen Feuer ausgeteilt auf ihn, ging aber so Larifari daneben. Ja, der Widerstand, der ist halt einfach ziemlich krass, ne? Er hat sich dann revanchiert, hat schon ein paar rausgekloppt. Ja, dann ging es weiter hier und der Nahkampf, der kam dann zum Tragen und da hat es dann irgendwie die ganze Einheit aus den Latschen gehauen. Jetzt steht nur noch der Reanimator da, hier steht der Königswächter, er thront hier oben noch. Dann die Einheit, die existiert noch einigermaßen, hier liegen noch drei. Für ihn hier haben wir jetzt die Attacken gar nicht mehr ausgewürfelt, er hätte noch vier, also wenn wir vier Modelle wegnehmen, ist er dann quasi auch Brause. Der Punkt an der Sache ist, die Destroyer sind auch aufgenascht worden hier, auch wenn sie sich wirklich gut gehalten haben. Der eine hat sich echt gut verkauft. Das ist der Hammer. Die haben wirklich jedes Mal mit einem Lebenspunkt nochmal überlebt. Also beim ersten Mal, da kam ja die Reanimationsprotokolle, da habe ich sie mit dem Beschuss nicht rausgekriegt, weil noch einer mit einem Lebenspunkt überlebt hat. Oh, ja. Die Jean-Stealer der Necrons. Also die sind echt lustig. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sind jetzt Ende Runde 3, ne? Ja. Und also, es ist jetzt so, dass wir dann noch zwei Runden haben. Ich habe jetzt aber schon 80 Siegpunkte zu. Was hast du? Ach, ich will es gar nicht sagen. Ich muss mal nachzählen. Null. Und, soll ich es nochmal sagen? Null. So, dann würde ich in der nächsten Runde würde ich dann zusehen, dass er hier noch ein bisschen hier oben rumhampelt, ne? Dann nochmal ein paar Punkte ziehen. Gut, Missionsziele würde ich jetzt keine Punkte für kriegen, aber trotzdem, selbst 90 zu 10 dann ich das. Da keine Chance mehr, da irgendwie ranzukommen. Selbst wenn du mich tabelst und er braucht ja auch noch ein bisschen was zum Wegknuspern. Der hat ja auch noch die Begabung des Kriegshändlers, dass er immer einen Schaden weniger kriegt. Ohne die Jean-Stealer jetzt hier, die immer 195 Attacken raushauen, ist das, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Und ich denke mal, ja, wir sehen das beide so, dass wir dann jetzt hier das an der Stelle beenden und dass die Necrons hier ihr heiliges Ritual geschafft haben. Und deine Rache war erfolgreich. Ja. Muss ich da neidlos anerkennen, dass da ist, stehen sie. Ja. Ne? Ja. Fazit, was sagen wir denn dazu mal? Ich stelle die Kamera hier mal so ein bisschen hin, dass die hier mal so ein bisschen Übersicht hat und über das restliche Schlachtfeld. Fazit heute, wir haben auf alle Fälle ziemlich an den Regeln rumgeknabbert, irgendwie zwischendurch. Also heute war ein bisschen schwieriger als beim letzten Mal sogar noch. Und ironischerweise haben wir letztes Mal nur die Zusammenfassung gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen so viel blättern und gucken. Und heute hatten wir dann auch tatsächlich viele Probleme. Ist halt, wenn man diese Spiele neu anfängt und selten spielt oder beziehungsweise ne, aus der neuen Edition dann. Ansonsten, die Jeans, die da sind immer noch scheiße. Ich bin heilfroh, dass ich sie rausgehauen habe heute. Die neuen Modelle, die Reanimatoren, die machen auf alle Fälle Laune. Der eine Punkt, der bringt schon was, wenn die wieder aufstehen, auf jeden Fall. Gerade bei mächtigen Einheiten wie zum Beispiel den Destruktoren zum Beispiel, also Destroyer quasi. Man muss aber auch dazu sagen, dass du heute wirklich bei diesen Reanimationswürfeln so dermaßen gut geworfen hast, das und war echt irre. Ich habe ja noch verpennt, dass ich theoretisch noch die Einsen hätte nochmal rerollen dürfen. Ja. Das habe ich auch noch verpennt für die Dings. Die Mischung aus Hälfte Fernkampf, Hälfte kurze Reichweite hier mit den neuen, wie heißen die, Schnitterdinger. Also die Kombination ist ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die einen kannst, also ich habe das hinterher auch gemerkt, so der Angriff über die Flanke. Ich musste mich dann erstmal durch diesen großen Pulk da durchprügeln. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, beim letzten Mal hat das mit den Jeans, die dann so wunderbar funktioniert, dann laufe ich mal einmal außen rum und dann nasche ich die mal eben da weg. Ja, aber das ist irgendwie total uncool, wenn dann plötzlich weniger oder wenn die Jean-Stealer in der Unterzahl sind und dann halt von Hydra dann eben halt nicht eben diese Trefferwürfel wiederholen dürfen. Ja, und das hat ja beim letzten Mal das Genick gebrochen, da bist du heute definitiv besser gegen angegangen. Und die hauen auch einiges an Feuer raus, gerade mit Schnellfeuer auf halber Reichweite und mit Durchschlag minus 2. Da stehen so ein paar Krieger schon mal gut da. Ne? Also schöne Grüße an Exa an dieser Stelle. Ne? das hat gut funktioniert, die Nummer auf jeden Fall. Ja, aber ich fand's gut. Ich fand's auch gut. Wir müssen auf alle Fälle noch ein bisschen Regel
konformer werden. Ja, definitiv. Ich habe aber auch eigentlich meinen Fokus mehr aufs Malen diese Woche gelegt. Ich wollte eigentlich mit bemalten Modellen spielen und ja, und dann kam das, wie sagst du mal schön, das Real Life noch dazwischen. Ja. Mit Karre im Eimer musste noch los und für die Firma noch irgendwie musste noch was erledigt werden nachträglich und ja, dann bleibt das schon mal auf der Strecke, ne? Die Spielerei, das ist ein bisschen doof. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe dadurch, dass wir jetzt angefangen haben, wirklich dann auch mal regelmäßig zu spielen, tatsächlich nochmal so einen kleinen Motivationsschub bekommen, meine Modelle tatsächlich anzumalen. Also ich habe jetzt in dieser Woche habe ich jetzt meine Gargoyles fertig bekommen, den Morlock, da bin ich noch mit dabei und ja, den Deathleaper habe ich jetzt auch noch fertig gekriegt in der Woche, also Anfang der Woche, habe ich ja letzte Woche am Wochenende mit angefangen. Also bei mir ist tatsächlich jetzt momentan dadurch, dass ich sie auch endlich aufs Feld bringen kann, die Motivation da, die dann halt auch bunt zu machen. Das ist also auch nochmal ein positiver Effekt. Ja, ne? Da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, also ich habe auch viel geschafft. Ich habe nämlich die beiden Indomitus-Dinger habe ich gebaut, ne? Also sprich zweimal Necron-Teil plus das noch, was in der Forge-Bane-Box war. Die sind alle gebaut, sind alle grundiert, also das hat auch natürlich eine Menge Zeit gefressen. Und ja, dann habe ich halt, wie gesagt, die beiden Reanimatoren, die sind fast fertig und die Jungs hier, da ja muss ich noch ein bisschen was tun und das ganze basen, aber ich denke mal, ist okay. Ja, Fortschritt ist zu erkennen. Ja, definitiv. Und, gucken wir mal. Gut, jetzt haben wir lang genug gelabert. Die Necrons haben ihre Rache bekommen und ja, ich würde sagen, ich freue mich aufs nächste Spiel. Wenn es euch ein wenig gefallen hat, dann lasst wie üblich gerne einen Daumen da. Und wenn es euch noch mehr gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Abo da. Und ja, ich schaue mal, was es als nächstes Video geben wird. Ich bin da noch sehr unschlüssig. Ich muss auch mal gucken, wie das dann am nächsten Woche mit der Zeit wird. Dann geht es ja wieder volle Pulle los bei mir. Aber ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. In diesem Sinne, Herr Benjamin, Ihre letzten Worte. Mir ist warm. Alles klar. Scheißen warm. Würde ich sagen, in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.